Hier ist aus Köln. Das Spiel beginnt. Die große Samstagabendshow im ZDF. Begrüßen Sie Ihre Gastgeber, Fay Montana und Johannes B. Kerner. Guten Abend. Hallo. Wow. Ich glaube, ich kann schon eine Bühne. Ja, du bist ja auch noch da. Ha? Herzlich willkommen, guten Abend im ZDF. Hallo. Wenn Sie Lust haben auf richtig schöne Familienunterhaltung, auf Spaß und Spannung und Spiel für die ganze Familie, sind Sie hier genau richtig. Denn das ist die Samstagabendshow mit Fay. Fay, dritte Sendung von der Spielbeginn. Erste haben die Kinder gewonnen, zweite haben die Erwachsenen gewonnen. Was glaubst du, wer hat heute die Nase vorn? Ich habe heute ein gutes Gefühl bei den Kindern. Ja? Oh. Ja. Das heißt, du bist auch eher so ein bisschen für die Kinder? Ja. Okay, ich behalte den Überblick. Ich versuch's zumindest und du hilfst mir dabei. Ja. Und wir wollen mal sehen, wer sich heute ins Team der Stars reintraut. Genau. Wollen wir es wieder so machen? Du begrüßt die Stars und nicht die Kinder? Ja. Dann bist du jetzt dran. Als allererstes kommt unsere Frau im Team, Judith Raker. Herzlich willkommen. Tagesschau-Lady. Judith Raker. Einer der bekanntesten Schauspieler, Walter Sittler. Kleine Sportfreund und Comedian Oliver Pocher, heute mal in der Erwachsenenabteilung. Und die Nummer 4, Star-Koch Tim Melzer. Hallo. Hallo Tim. Tim, herzlich willkommen. Noch sehen Sie ganz frisch aus. Ja, noch, noch. Kann sich aber ändern. Obwohl ich mich gerade frage, wie das mit den Schuhen gehen wird. Ja, ich bin gespannt. Ich kann viel auf diesen High Heels. Und ich Frauen bin gespannt. Können alles. Frauen können alles, okay. Ich bin gespannt, wie weit ich komme mit den Schuhen. Okay. Ja. Olli, bist du froh, dass du bei den Großen mitspielen darfst? Ja. Okay, hier. Hier sind die Gegner. Ein Team, also das ich für fast unschlagbar halte. Es besteht aus Kim, Eni, Annika und Eray. Herzlich willkommen. Mir erklären. Ihr habt einen was? Schlachtruf. Ein Schlachtruf? Ja. Braucht ihr dafür Platz oder könnt ihr... Ja, dann macht mal, wie ihr wollt. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Wir sind ein Team! Oh! Ich kann euch sagen, das hilft. Das hilft. Kommt nur ein bisschen rum, dann können wir euch alle sehen. Außerdem fährt die Brücke ja so ein bisschen, es ist viel Bewegung in dieser Sendung, in der es im Grunde genommen ganz einfach zugeht. Denn wir spielen 10 Spiele und am Ende ein großes Finale. Und in den 10 Spielen geht es darum, möglichst viele Punkte fürs Finale zu sammeln. Wie viele Punkte es in jedem Spiel gibt, das entscheidet sich an unserer mega großen, fast magischen Würfelsäule. Fay, kannst du erklären, was es damit auf sich hat? Genau, nach jedem Spiel drücke ich auf diesen schönen roten Buzzer, wo dann hier ein Würfel rauskullert, einer von 10. Und dann sagt es die Punkte an, die das Team gewonnen hat. Für das jeweilige Spiel? Genau. Ja, weil sonst wäre es ja so, wenn zum Beispiel vorher eine 1 gewürfelt wird, strengt man sich gar nicht so an, weil man denkt, es geht nur um einen Punkt.
Man muss immer voll Stoff geben, immer voll bei der Sache sein, sonst wird das überhaupt nichts. Tim, du hast dich speziell vorbereitet? Oh, ich bin halt ein schlechter Verlierer und die vier sollen heute schon lernen, dass das Leben kein Ponyhof ist. Und von daher, ja, ich sehe das eher so sportlich. Aber du hättest nichts dagegen, wenn die Kinder verlieren. Nee, deshalb bin ich. Ich freue mich schon auf die zitternde Unterlippe. Ja. Wir freuen uns auch. Harter Wettkampf. Was los? Das ist ja noch am Anfang. Vor allen Dingen meine nachher. Es gibt nämlich ein Spiel, Memory. Mhm. Und das ist ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe, wo ich aber eher körperliche Kraft mich zum Gewinner gekürt habe gegen meine Schwester. Nämlich das heißt, die ist schlauer als ich und hat immer gewonnen und ich habe dann zugeschlagen. Ich habe gelernt, da war ich klein. Inzwischen haben dann die pädagogischen Maßnahmen meiner Eltern auch ein bisschen gefruchtet. Ich möchte mich deutlich auch von den Aussagen hier distanzieren. Ja. Ich bin froh, dass jemand anders den Sympathieträger hier macht. Ich will eine Wette vorschlagen. Eine Wette? Ja, eine Wette. Wenn wir gewinnen, kochst du für uns heute das Abendessen. Ja. Aber ein Gutes. Ohne Fleisch kommt Pizza. Ich weiß. Ja, aber ganz kurz. Ja, dann, wenn ihr verliert. Herr Popper, ich wusste, es kommt jetzt. Dann kochen die mir etwas. Na, sag es. Ja. Zwei Sachen. A, das könnt ihr euch gar nicht leisten. B, was macht ihr, wenn ihr denn verliert? Ich merke zumindest, dass alle schon auf Wettkampf eingestellt sind. Das ist keine schlechte Voraussetzung. Wenn wir gewinnen. Moment, dann redet nacheinander. Ihr seid super. Okay. Aber redet ich fange an. Wenn ihr gewinnt. Koche ich für euch ein Abendessen. Ihr dürft dann noch Freund oder Freundin einladen. Wenn ihr verliert, macht ihr einen Abend bei mir den Abwasch. Okay. Okay. Kein Problem. Läuft. Wir sehen, es gibt hier nichts geschenkt. Wichtig vielleicht noch zu erklären, am Ende geht es darum, ob entweder die vier Kinderwünsche erfüllt werden oder ob die Stars das Geld, was wir für einen guten Zweck zur Verfügung stellen, an ihre jeweiligen Organisationen weiterleiten. Habt ihr Lust zu spielen? Ja! Yeah! Dann ist das erste Spiel. Nein! Bei Labyrinth sind Geschicklichkeit und ein guter Orientierungssinn gefragt. Eine Stahlkugel muss durch ein Labyrinth gesteuert werden, ohne in eines der Löcher im Labyrinth Boden zu fallen. An den Seiten des Spiels befinden sich zwei Drehknöpfe, mit denen die Spielfläche in vier Richtungen geneigt werden kann. Die Spieler dürfen ausschließlich diese Drehknöpfe benutzen, um die Kugel ins Ziel zu führen. Der Spieler, der die Kugel am schnellsten vom Start bis zum Ziel steuert, gewinnt. Das ist Labyrinth. Und so sieht Labyrinth bei uns aus. Das hier sind die Regeln zum ersten Spiel. Jedes Team hat drei Versuche, eine Kugel durch ein Labyrinth zu bewegen. Fällt die Kugel ins Loch, ist der Versuch beendet. Pro Tisch wird die jeweils höchste erreichte Zahl in Punkte umgerechnet. Das Team mit der höchsten Gesamtpunktzahl aus allen Labyrinthen gewinnt. Soweit, so verstanden? Faye, alles klar bei dir? Ja. Dann würde ich sagen, die Kinder beginnen, nehmt Aufstellung. Ihr habt so eine kleine Erhöhung. So, Vorsicht beim Draufhüpfen, ne, dass das wegrutscht. So, hier ist die gerade Kugel. Gerade hinlegen. Bisschen tiefer. Hier ist noch ein Loch. Okay. Ja, bei der drei. Okay. Ja, okay. Ihr seid soweit? Okay, Kinder, sind soweit, alle das Löcher. Sind zwei Löcher. Das sind zwei Löcher. Das muss man vielleicht noch erklären, wer das Spiel von zu Hause kennt. Man sieht nicht aus jeder Position jedes andere Loch. Das wird nachher bei den schwierigen Labyrinthen noch mehr ein Thema werden. Das ihr seid soweit? Ja, die beiden. Dann lege ich die Kugel rein. Faye und ich beginnen auch diese Sendung gemeinsam mit dem Publikum. Ja. Komm, Faye. Das Spiel beginnt! Erstmal in die Ecke. Erstmal der Pate. Ja, so ist gut. Langsam. Jetzt ganz langsam. Ganz ruhig. Wieder gerade werden. Ein bisschen runter. Und jetzt ganz leicht. Stopp, das ist schon zu viel. Ja, okay, und jetzt runter. Und da jetzt parken. Okay, parken. Okay, dann parken wir da. Noch. Okay. Da ist er noch. Okay. Also wir müssen jetzt ganz leicht ein bisschen zu mir rüber. Stopp, das Anni, ist schon. Ich Anni, zu dir ein bisschen. Anni, zu dir runterdrücken. Okay. Ja, so ist gut. Ja, okay, jetzt geht da nach da. Ah, bisschen. Ah, stopp, das war schon zu. Okay, runter. Wieder hier hin. Ja, wieder dahin. Okay. Ist es egal, wie schnell man es macht?
Es ist egal, wie schnell man es macht. Ja, ja, ja. Irgendwann ist halt Sonntag. Und jetzt zu uns rüber. Zu uns. Anni? Ja, Parken. Also, das war schon mal sehr gut. Stark, ne? Achtung! Achtung! Hier, jetzt gehen wir bis Limes großes Loch. Hier ist ein Loch. Das? Ist da ein Loch? Dann gute, gute Nachricht, nein. Die Löcher sind alle gleich groß. Also das ist alles sind stopp. Okay, jetzt quer. Ganz leicht, ganz. Also, okay. Stopp, das ist schon. Ah! Das, okay, nein, wieder nein, runter, zu uns, wieder runter. Zu uns. Schön, okay. Ja. Okay. Langsam. Zu uns ein bisschen langsam. Zu dir. Ja. Zu dir. Zu dir, zu dir, zu dir. Zu dir. Nein, stopp! Zurück! Okay, zurück! Nein, wir müssen langsam. Wir müssen langsam beide runter. Einmal tief durchatmen. Na, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh nein. Und jetzt zu dir. Stopp, stopp. Ja. Ja, ja. Weiter. Hier können wir einparken. Achtung! Anni! Hier können wir einparken. Anni! Wir packen. Da ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Okay, da ist ein Loch. Hier auch. Wir müssen da so schräg rüber. Ja. Ist da auch ein Loch? Also hier. Da, wo die Kugel ist, dann... Nein, okay. Nee, nee, das hier ist ein Loch. Kann. Hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch. Achtung, Finger weg! Okay, in parken, die Ecke. Parken, parken. Okay. Hier in die Ecke rein. In die Ecke parken. Nein, da hier ist ein Loch. Loch. Da, ist doch, da ist doch ein Loch. Da ist ein Loch, Anni. Hier in die Ecke da können rein. Wir nicht parken. Hier in die Ecke. Also okay, die wir machen da wieder. Zeitlupe, Zeitlupe, da. Zeitlupe. Ja. Okay, parken, parken, parken. Oh. So. Jetzt in die Ecke parken. Nee, ja. Jetzt sind die da. Ist da ein Loch? Ist da ein Loch? Nein, da ist nee, kein. Das doch, aber da. Ist da ein Loch? Da nein, 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 an der Ecke nicht. Da, warte, stopp. Anni, stopp. Jetzt nicht parken. Versemmeln, nicht versemmeln. Ja, okay, okay. Okay, und jetzt also kann ich versemmeln wäre es ja schon nicht mehr. Das ist ja schon richtig gut. Ja, okay. Und, euch. Und geschafft! Ja! Dann geht ihr nach oben. Die Kugel wieder raus. Denn mehr können die Kinder ja nicht erreichen an diesem Board. Das heißt, wir können sofort die Stars ranlassen. Hier ist für euch das erste Labyrinth. Die Kugel wieder raus. Bitte? Die Kugel wieder raus. Ja, die legst du jetzt rein. Genau. Ja? Präferenzen. Das ist nicht mein Lieblingsspiel. Ja, das ist, weil du so zittrig bist. Wenn man das vorher schon sagt, Tim, dann ist schon... Ja? So, Moment. Also, Faye hat reingelegt. Euer Spiel läuft auch. Also, hier sind zwei und da. Ey, alles ganz entspannt. Alles immer, immer da in die Ecke, ne? Ihr habt ja drei Versuche. So. Alles ja, ganz entspannt, ganz entspannt, ganz entspannt. Ganz entspannt, ganz entspannt, ganz entspannt. Dankeschön. So, ich muss ja hier gar nichts machen erstmal. Ja. Pass auf, hier ist ein Loch, ne? Ja, ja. Das ist richtig. Können hier hin, ja. Ihr müsst... Bisschen runter, Olli, 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 Olli. Ich? Ja, ich, ja, ja, ja. Jetzt ja, ja. Siehst du an mir warte, auf einmal. Warte, nach links, nach links. Oh, oh, in die Ecke. Oh, schön. Walter runter. Walter runter. Walter, weiter, ja. Runter. Und jetzt kommt dieser... Zu dir ein bisschen, langsam, langsam, langsam. Beim Oliver. Ich bin... Und jetzt zu uns. Ich bin komplett... Oh, runter, runter. Nein, ey, ey, ganz entspannt. Alles gut. Alles gut. Machen das nicht mit. Jetzt müssen wir die da hinten. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Achtung, 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 Achtung. Achtung, pass Achtung, auf, Achtung, oh, Achtung. Das ging schnell. Leute, Leute. Ja, Kinder, es geht ja auch nach Tempo, ne? Da war der ganz schön langsam. So. Wer weiß was? Ein bisschen. Ja. Ihr müsst, Oliver, du musst noch. Pass auf, das geht nicht. Nein, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Und jetzt in die Richtung und dann sind wir schon gleich durch. Nein, ihr braucht doch gar nicht so mit. Jetzt seid doch nicht so dick. Ihr rollt doch ganz entspannt die Kugel da. So ein Spiel, dann mach doch alleine. Merkst du schon, ne? In dem Team, da bin ich nicht sicher, ob es stimmt. Doch, doch, jetzt einfach nur rüber, Leute, das war's. Dankeschön. Yeah! Gut. Steht 13 zu 13. Jetzt spielt ihr am zweitschwierigsten Tisch. Mhm. Faye, machst du da vorne bei Olli Pocher, der eben ganz oft gesagt hat, ganz entspannt, ganz entspannt. Wenn, ja, wenn jemand alle hier sehr so oft sagt, ist es ein Zeichen dafür. Also du meinst, erst wir wollen, weil hier wird immer sehr schnell dann so gleich so hochgerissen. Und wollen wir so, erst mal gucken? Erst nach da? Du meinst, wir wollen mehr mit minimalistischen da, Bewegungen nach vorne nach kommen, Olli? Ja, das kriegen wir schon hin. Weil, wenn die Kugel so schön rollt, kann nichts passieren. Ausruhen. Ich fang schon mal an. Die schwarze Linie. Olli. Genau. Wir fangen genau. Also wer im Begriff ist, sich zu verfahren, die schwarze Linie hilft. So. Ja. Sehr gut. Auf geht's. Schöner Satz. Pass auf, da ist die 2, ist ein Problem. Ich habe mir die Ausruhposition angeguckt. Ja, nee, bitte nee, das, gar nicht, bitte gar das Spielbrett, essen. Olli, das Spielbrett nur an dem Stab anfassen und nicht an der Seite. Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht. Tut mir leid.
Warte. Nein. Achtung, Achtung. Wow. Ganz. Frau Rakers? Ja. Ich kann kaputt. Nicht mehr rollen, das ist alles in Ordnung. Ich kann kurbeln, wie du möchtest. Hoch? Ja, nee, einfach so schräg rüber. So. Wir können, ich bin ja ein Freund des langsamen langsam, Durchgleiten. Ne? Ohne langsam, langsam einfach. Nein. Achtung, 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 Achtung. Keine hektischen Bewegungen, keine hektischen Bewegungen. Hoch, hoch, nee, es hoch, läuft hoch, doch gerade so schön. Lass doch da so schräg durchlaufen. Ja, eben. So, herrlich. Guck mal. Ja, und jetzt also schräg. Ist da irgendwas? Nee, Tim, ne? Hat die schwere Ecke. Nein. Hier ist keins. Da ist keins, okay. Nee. Nur so ein bisschen rüber. Hatschi. Oh. Und jetzt ist auch keins. Gesundheit, Kinder. Auch keins. Jetzt müssen wir halt was darüber. Okay. Da hinten ist nur die 13, ne? Keine hektischen Bewegungen. Alles gut. Vorsicht, Vorsicht. Nein, Vorsicht, Vorsicht. Ist da noch eine 17 irgendwo? Hier ist ein Loch. Ja, aber man kann fahren. Einfach nur durch, ne? Einfach hier, hier ist keins. Einmal schräg rüber. Hier ist keins. Aber da oben ist eins. Ja, genau. Das machen wir ganz langsam. Da sind wir mit dabei. Jetzt müsst ihr ein bisschen höher. Und wir hier rechts ganz leicht nach unten. Walter. Vorsichtig. Walter, zu uns nach unten ein bisschen. In die Richtung. So, jetzt. Danke. Und rein. 19 Punkte. Volle Punktzahl. Stark. Schenken sich nichts. Schenken sich nichts. Ja, danke. Nur ungern. Ich gehe diesmal hier. Faye, machst du da vorne? Ja. Gut. Zweites Labyrinth für die Kids. Ist da ein Loch? Kim. Da ist kein Loch. Rüber. Da runter. Nein. Ja, was jetzt? Ja, wie soll du runter? Nein. Anni. Ja, du hast. Okay, jetzt ist fair. Da stehen Kriege. Meine Güte, ey. Hier beide sind. Bisschen zu dir, Anni. Du musst runterdrücken. Seid ihr schon an der 1 vorbei? Nee, ne? Sei nicht so. Okay, runterfahr. Nein. Kein Problem. Wir haben noch drei Versuche. Drei Versuche. Kein Problem. Ja. Da und da. Zweite Kugel in diesem Labyrinth. Geht nochmal dahin. Einfach geradeaus. Ihr müsst hier nicht da einparken, sonst haben wir dann zu viel. Doch, wir packen da ein. Ihr müsst einfach zeitlupenmäßig da an die Kante rollen. Ja. Dann können wir dann okay, drehen. Du musst danach runter. Mhm, die Kurve. In die Kante, okay. Okay, runter. Jetzt nicht streiten, ganz ruhig bleiben. Ihr habt alle Zeit der Welt. Sei leise. Stopp, runter! Runter, Kim! Runter! Wenn, dann schon dahin. Wenn. Okay, jetzt, so, du musst runterdrücken. Und wir beide müssen runter, ihr beide. Ja, du musst aber noch mehr runterdrücken. Nein, doch nicht so auch. Und jetzt, Kim, du. Okay, Kim, nach unten. Nein, doch, ganz leicht. Doch. Stopp. Okay. Okay, zu dir. Nein, die rollt. In der Ecke. Ja, okay. Ja. Da ist keins. Okay, da ist eins. Hier ist eins. Stopp, Vorsicht. Stopp. Und jetzt runter. Und da zu euch. Ja, parken. Ja, parken. Jetzt wird es aber schwungvoll. Jetzt in die Ecke. In die Ecke parken. Wo ist ein Loch? Hier ist ein Loch. Da ist ein Loch. Ist da hinten in der Ecke da? Nein, also hier ist keins. Da müssen wir rein. Ist die gute Nacht. Und ist da ein Loch? Nein, hier. Nein, da! Da ist keins. Okay, ich kann da rein. Aber da ist eins. Das kannst du einfach. Johannes, so ein bisschen erinnert mich das zu Zeiten, als wir noch kein Navigationssystem hatten, wenn wir im Urlaub waren. Nein, doch, links, rechts. Okay. Ja. Und einparken. Geh hoch. Ist da ein Loch? Ist da ein Loch? Ja, kein Loch. Okay, runter. Ist da irgendwo ist da ein Loch? Hier ist kein Loch. Da ist ein Loch. Und da? Nur da. Und da in der Ecke, da hier ist keins. Da ist keins. Hier ist eins und da drüben die 13. Also ist in der Ecke da drüben da? Nein. Da? Keins, okay. Irgendwo okay, wird schon eins sein. In die Ecke packen. Da. Ja, warte, stopp. Leicht runter. Ganz leicht. Ganz gechillt. Okay, und rüber. Ja. Okay, nach links. Kim, okay, was hast du gerade gesagt? Ganz gechillt. Ganz ruhig, stopp. Nein, ist gut. Nerven okay. Bewahren. Kim, geh runter. Wir haben noch und drei Versuche, sagen wir einfach. Ja, genau. Das schafft ihr. Okay. Nein! Ja. Okay. Warte, nein! Okay, in die Ecke. Man steht schon immer so beim Mitspielen. Okay, und eigentlich jetzt gar nicht. Eins ist da in der Ecke, eins ist da in der Ecke. Nein, hier ist keins, nur hier bei dem. Stopp. Ob hier in der Ecke eins ist, hier sind sogar zwei. Mhm. Nicht da festhalten. Nicht! Du darfst es nicht. Okay, runter und dann rechts. Nein, noch ein bisschen. Noch nicht. Okay,
Wir haben ganz ruhig. Ja. Ja! So. Und gleich weiter. Gleich weiter zum nächsten. Und ihr geht gleich weiter zum nächsten. Kinder spielen auch das dritte Labyrinth. Nein, das schwerste. Ich mag das ist jetzt das schwerste. Ich mag's nicht. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn das mal nicht klappt. Faye legt euch die Kugel zum Start. Doch, da ist ein Loch. Drittes Labyrinth für die Kinder. Erste Kugel. Hier ganz langsam. Hier ganz langsam. Hier ist ja. Hände weg vom Tisch. Okay, nur runter. Vorne an dem Stab. Gut. Ganz geh runter. Ihr müsst langsam. Ihr müsst ganz Schaffen die. Nein! Schade. Ich habe das Loch nicht gesehen. Oh, also die nächste. Okay. Ganz ruhig. Vorsicht, dass es nicht gleich losläuft. Ja? Warte, das ist gut. Und runter. Noch da. Okay, parken. Parken, gut. Okay, ist da ein Loch? In die Ecke da. Ist da ein Loch? Keine Ahnung. Hier ist keins. Okay, dann parken wir da ein. Ja. Wir parken da, stopp. Jetzt. Zu dir. Errei. Reinparken. Okay, schön. Ja. Okay, jetzt in das Loch. Hier ist kein Loch, da ist kein Loch. Da ist kein Loch, einfach geradeaus. Da können wir geradeaus rüber. Nur so, wir sollen nicht ins Loch rutschen. Da ist keins, hier können hier wir reinparken. Hier ist ein Loch, aber. Da ist ein Loch, aber hier ist keins. Okay, ja, on the go. Ja, ist okay. Okay. Jetzt gehen wir runter und ihr geht dann ab. Ganz langsam. Stopp, das ist viel zu schnell. Ja. Ganz klar. Okay, da ist ein Loch, oder? Da ist da. Okay, hier ist ein Loch, da ist ein Loch. Und bei den anderen? Und hier ist ein Loch und da sind zwei. Es werden keine Abkürzungen gefahren. Ja, immer schön der Reihe nach. Wartet! Okay, los. Stopp, ganz langsam, Annika. Ja, ich geh doch langsam, du gehst hoch. Stopp! Ihr lenkt es auch in den Zehner! Nein! Mist, von neuem. Wir haben doch noch. Die letzte. Die letzte Kugel. Die letzte? Ja. Das ist die dritte schon hier, ne? Letzte Kugel für die Kinder. Die Reihe. 10 Punkte habt ihr ja schon. Jetzt geht es darum, die 10 zu verbessern. Das wird nichts. 10 Punkte für die Kids am dritten Labyrinth. Das ist richtig gut. Kommt mit hoch. Ich sag euch mal was, das müssen die anderen erstmal schaffen. Ich sag euch, das war sehr gut. Dann müssen wir uns auch hinsetzen. Ich würde gerne mit der Erhöhung spielen. Ihr könnt euch hinsetzen, klar, richtig ein bisschen chillen. Okay. Ready? So. Ruhig. Wow! Nein! Oh. Herr Pocher? Ich habe nichts gemacht. Ich auch nicht. Die Judith ist sehr schön. Oh, genau, könnt ihr mal die Schuldfrage erörtern? Das ist immer am schönsten. Judith! Langsam. Schon langsam, geklärt. Langsam. Wollen wir mal versuchen, nur die schwarze Linie zu halten? Nee, ja, also das langsam, hilft ja. Langsam. Wir müssen ja nur Kugel 2 für die. Viel zu viel. Viel zu viel. Jetzt runter. Jetzt runter und in die Ecke, danke. So. Jetzt. Bei der 4 vielleicht ins Eck. Weißt du? Ja. Wir müssen ein bisschen mehr hier runter. Hier ein bisschen, genau. Das ist meine Richtung. So, habe ich. Ja. Habe ich. So. Und jetzt. Warte. Ach, ihr wollt hier mal mit Pause oder was? Wollt ihr nicht tun? Ins Eck einfach. Jetzt muss einer von euch muss hoch oder runter. So, jetzt zu mir in die Ecke. Ja, Judith muss ein bisschen in die Richtung. Jetzt zu mir in die Ecke. Ich bin hier ganz. Seid nicht so streng mit Judith. So. Ja, das hier muss ich abkönnen. Vorsicht. Judith, was machst du? Was machst du denn? Ganz entspannt. Ich muss hier rein. Nein, Vorsicht. Du musst gar nichts. Du musst einfach nur weitermachen. Du musst nur an der 10 vorbei. Dann haben wir es schon geschafft. So. Mitte. Frage. Wollen wir es abkürzen und einfach in die 11 rein? Oder müssen wir es jetzt ausspielen? Ihr solltet mal den Mund nicht so voll nehmen, sondern hier erstmal vorlegen. Aber die 10, das ist insofern richtig erkannt. Ist das, was die Kinder erreicht haben? Judith, runter ein bisschen, nur gerade halten. Nicht jetzt. Genau. Jetzt. Jetzt liegt's an dir. Jetzt mehr zu dir, Tim. Tim, genau. Tim. Und da schräg rüber. Danke. Und einmal komplett. In die 14. Das heißt 10 zu 14. Ja, und aber das reicht. Die Stars gewinnen das erste Spiel. Jetzt entscheidet sich, ob das ein wirklich wertvoller Sieg war oder ob man mit einem oder zwei Pünktchen nach Hause geht.
Fünf Punkte. Starker Auftakt. Fünf Punkte für euch. Ja. Ihr habt gewonnen. Das heißt? Nicht gut, gar nicht gut. Das heißt, dass die Stars mit 5:0 führen. Das allerdings kann sich wirklich noch verändern im Laufe der Sendung. Es ist noch kein guter Zeitpunkt, um sich übermäßig zu freuen. Ja. Euch kennen wir alle, die Prominenten. Die Kinder wollen wir ein bisschen genauer kennenlernen. Und deshalb stellen wir jetzt das erste Kind vor. Wobei das eigentlich gar nicht stimmt, weil die Kinder stellen sich ja selber vor. Sie ist die Sportskanone im Team. Kim ist immer in Bewegung und mit ihrer Familie in Baden-Württemberg zu Hause. Jede freie Minute verbringt die 10-Jährige in Turnhallen oder auf Sportplätzen und am liebsten auf dem Fußballfeld. Ihr größter Traum? Die Champions League zu gewinnen. Und das wünscht sie auch dem VfB Stuttgart, ihrem Lieblingsverein. Vielleicht aber gewinnt sie ihre erste Medaille auch im Skisport. Braucht so ein Wirbelwind mal eine Pause? Na klar, am liebsten beim Spielen mit ihrem Opa. Ab geht's, Kim! Na? Kim, Fußballfan. Du spielst selbst auch? Ja. Und du spielst auf welcher Position am liebsten? Wir haben noch keine festen Positionen, erst ab der D-Jugend, aber am liebsten spiele ich vorne. Vorne, weil da die Tore fallen? Nicht wirklich. Ja. Ach, bei euch nicht? Nicht wie beim VfB. Weil man da besser die Abwehr austricksen kann. Okay, du hast also Spaß am technischen Spiel. Olli, Frauenfußball, gute Sache. Ja, da guckt man gerne mal rein. Dann. Ja. Also zu großen Turnieren, sonst so ein Spiel VfL Wolfsburg gegen Bayern München oder keine Ahnung, Turbine Potsdam vor 500 Leuten begeistert im Stadion. Sicherlich Mädchenfußball ist auf dem Vormarsch, das weiß ich. Das ist richtig. Und bei Weltmeisterschaften, gerade die Deutschen sind ja sehr gut. Da ist das auch im Fernsehen immer ein großer Quotenbringer. Deswegen gucke ich das auch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sehr gut. Tim. Da kann ich nur sagen, wir kriegen euch alle. Hast du Fragen? Ja, ich hab gerade eine Frage. Hat nicht Tim vor Kim dann Angst? Weil Kim macht ja mehr Sport als Tim. Bitte? Ja, aber ich hatte eine gewisse Schärfe kommt rein. Nee, aber ich hatte es ähnlich. Ich habe ja früher beim SC Egenbüttel gespielt. Und bei mir war es ähnlich. Ich hatte auch keine Position, aber weil ich das Spiel nicht verstanden habe. Das heißt, mein Trainer hat mir immer gesagt, einfach da sein, wo der Ball ist. Das habe ich dann auch gerne gemacht, aber auch so weit, wenn der Ball mal ausgeschossen worden ist und über die Hecke rüber immer hinterhergelaufen. Und irgendwann hat mein Trainer mir mal eine sehr schöne Geschichte erzählt. Wir haben uns dann nach 20 Jahren nochmal alle wieder getroffen, die er damals trainiert hat. Und er hat eigentlich gesagt, er hat mich nur aufgestellt, weil er wollte, dass meine Mutter mich zu den Auswärtsspielen begleitet, weil er scharf auf meine Mutter war. Ja. Soweit zu meiner sportlichen Karriere. Der Sport. Deshalb sieht man Tim heute gerne als Torwart. Ja. Tim, die Katze, Melzer. Lass uns weiterspielen, oder? Meine Mutter muss ein Gerät gewesen sein. Wir hoffen ja auch, dass die Kinder jetzt mal ein paar Punkte sammeln. Wie wär's denn mit diesem riesengroßen Spiel? Das nächste Spiel heißt Looping Louie. Flugzeugpilot Louis fliegt mit seiner Maschine im Kreis und versucht, die Hühner der Spieler von der Stange zu holen. Die Spieler müssen dies verhindern, indem sie mit Hilfe einer Wippe das Flugzeug in die Höhe katapultieren. Können Louis' Sturzflüge auf den Hühnerstall nicht verhindert werden, räumt er ein Federvieh nach dem anderen ab. Es gewinnt der Spieler, der zuletzt noch Hühner auf der Stange sitzen hat. Looping Louis! Spielen bei uns Star-Koch Tim Melzer und Tagesschau-Lady Judith Newsu Rakas. Und es spielen Kim und Eni. Kommt ihr zu mir nach vorne? Ja. Dann könnt ihr gut erkennen, dass ihr nur alle Zeit, kein Stress. Warte, Tim, Sekunde. Ich wollte einmal sagen, so sieht Looping Louis bei uns aus. Die Sportkanone darf spielen, gell? Ich nenne euch mal die Regeln. Jeder Spieler versucht, die Flugbahn so zu beeinflussen, dass die eigenen Chips geschützt werden. Hat ein Spieler alle Chips verloren, spielt er weiter und unterstützt seinen Mitspieler. Hat ein Team keine Chips mehr, hat es verloren. So einfach ist das. Judith, fertig? Dann Aufstellung. Ja, rot sind die Erwachsenen, gelb sind bei uns die Kinder. Dann du. Das ist wie früher in der Tagesschau, Johannes. Ja, ich kann wieder Turnschuhe tragen. Ja, aber früher. Jetzt könnt ihr nicht mehr. Eben. Jetzt steht er neben dem Tisch. Ja. Ne? In bestimmten Situationen. Tim, kommst hoch? Kleiner Spaß, Entschuldigung. Ab jetzt habe ich einen Gewichtsvorteil, das weiß ich jetzt schon. Wird aber auch ganz schön krass. Okay,
Wollen wir es wagen? Looping Louis, das Spiel. Wow. Ah. Oh, nein. Glück gehabt, Tim, ne? Ja. Ja. Danke. Nein. Ja. Judith hat ein Chip verloren. Oh, schade. Oh, der war auch knapp. Knapp, knapp, knapp. Kim, das machen wir. Bis jetzt läuft Tim, der stürzt immer kurz vor meinen Talern ab. Fließt blöd. So er fließt blöd für Judith, habe ich ja auch gerade gesehen. Jawohl. Da geht der erste Chip verloren bei den Kids. Aber kein Problem. Und der zweite gleich hinterher. Jetzt Konzentration. Sehr gut gemacht. Jetzt ist der Rhythmus da. Knapp. Oh, Tim, hast du gesehen? Oh. Schade. Oh. Boah, ich hab Seitenstiche. Ja. Kannst du schon nicht mehr. Hui. Oh. Oh, vernichtet! Nein! Das war ein Looping Louis Slam Dunk, Alter. Oh, das ist so ein Stück. So ein Stück. Oh! Ich glaube. Oh! Also Tim, ich sag mal, lange geht das nicht gut. Das waren einige sehr knappe jetzt dabei. Das war kein Spaß mit den Seitenstichen. Hm. Zack. Ja! Sorry. Jetzt hat auch Tim den ersten verloren. Oh, das tut mir aber leid für ihn. Sag mal du. Sehr gut, Judith. Also der Absatz wäre schon ab jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, das erste Parcours wäre hier nicht weit gekommen. Du hast aber auch dann... Ich bin sehr froh, dass ich gewechselt habe. Juhu! Oh, balla! Judith macht das so an wie so ein Motorroller, der länger in der Garage gestanden hat. Ja? Ich bin mit Looping Louis auch noch nicht so eingeübt. Sehr gut. Ja. So, jetzt aber. Jetzt räumt es bei euch gleich ein ab, meinst du? Und... Ja! Oh! Oh, Kim! Oh! Es wird der Moment. Oh, jetzt ist der zweite weg hier. Jetzt ist der zweite weg hier. Die Stars haben jeder noch zwei Leben und die Kinder jeder nur noch einen. Shit, du. Schade. Boah! Oh, nein! Wow! Ah! Oh. Aber du spielst weiter mit! Du spielst weiter mit, ne? Oh! Das war leider der dritte auch für euch. Deshalb haben die Erwachsenen auch dieses Spiel gewonnen! Kein Problem! Komm nach vorne. Ich bin so stolz auf euch. Ja, noch freut ihr euch. Wartet ab, du. Aber das war jetzt wirklich auch unfair, weil klares Gewichtsvorteil auf meiner Seite. Da musst du das Dicke einfach nur fallen lassen und dann geht das andere hoch. Super. Aber also ich verspreche, Tim, es hat mit Gewicht nichts zu tun. Also man kann das... Sicher? Ja, sicher. Das ist lieb, dass du das sagst. Ja, jetzt wollen wir doch erst mal sehen, wie viele Punkte es gibt für die Erwachsenen. Faye, walte deines Amtes. Das reicht. Zwei Punkte. Das muss dann mal reichen. Super. Gerne, wunderbar. So. Dann lernen wir das nächste Kind kennen. Genau. Und auch diesmal sind das nicht einfach Filmaufnahmen, sondern gezeichnete Bilder. Und zwar vom jeweils vorgestellten Kind selber gezeichnet.
Das ist Annika und vielleicht Deutschlands nächste Star-Modedesignerin. Ihre Kleidung würde die 10-Jährige am liebsten jeden Tag auf dem Laufsteg präsentieren. Annika ist in jeder Hinsicht fit. Sie liebt Turnen. Am Reck, auf dem Barren oder auf der Matte gehört sie zu den Besten. Manchmal sitzt Annika auch nur zu Hause, hört Musik, liest oder spielt. Alles Gute, Annika! Herzlich willkommen, Annika. Schön, dich hier zu haben. Ja. Hey. Also, wenn du hier so den... Übernimm du einfach mal das Kommando. Ja, also wenn du hier so den Olli siehst, was denkst du denn da, was da hier so ein Trend ist? So, I just woke up. Stopp, 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 stopp. Von 1 bis 10, wie würdest du es bewerten? 0. Null. Auf jeden Fall 0. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Hier ist das dritte Spiel heute Abend. Ich glaube, eins, bei dem die Kinder ganz gute Chancen haben. Das ist Memory. 36 Kartenpaare liegen verdeckt vor den Spielern. Sie dürfen immer abwechselnd zwei beliebige Karten umdrehen. Sind die Bilder auf beiden identisch, behält der Spieler das Paar und darf weitere Karten aufdecken. Wer die meisten Kartenpaare aufgedeckt hat, gewinnt das Spiel. Wir haben gewonnen! Bei uns spielen Eray und Annika und Tim und Olli. Stellt euch doch schon mal hier vorne Sehr auf. Sehr gerne. Dann kann ich euch sagen, so sieht Memory bei uns aus. Jetzt könnt ihr ja sagen, das ist aber einfach. Ja. Die wären noch In gemischt. Wirklichkeit allerdings sieht man die so. Oh. Oh mein Gott. Sehr unangenehm, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Wie dachte, blöd. Andersrum kann ich das ganz gut. Faye, komm, wir probieren mal ein. Ja. Wir probieren ein paar. Hüpfst du zuerst irgendwo drauf? Hüpfen von hier bis da. Ach, du kannst ja hingehen und da, wo du sein willst, da hüpft man. Ja. Es wird danach auch nicht neu gemischt. Stift. Sie sagen mir, wo ich lang gehen soll? Rufen Sie Stopp. Stopp. In die Richtung auch noch gehen? Zwei Schritte? Fünf Schritte? Ruft einfach... Die Mehrheit ruft zwei. Läuft. Könnt ihr euch mal einigen? Stopp, stopp. Hier, hier. Eins weiter. Okay, ganz kurz. Wenn da Buntstifte sind, wer kriegt den Punkt? Wir. Publikum. Wir. Okay. Ist aber fast ausgeschlossen, dass da Buntstifte sind. Naja, aber manchmal hat man ja Soll ich lieber zurückgehen noch? Nein, nimm ruhig den. Okay, auf geht's. Wird nicht. Ja. Der war nicht schlecht. Das zählt für uns. Der war nicht schlecht. Das war gut, ja. Hier wird hier was diskutiert, was schon ein Punkt für die Kinder war. Der zählt für uns. Der Minuspunkt geht an euch. Ob das nicht... Ach so. Ach so. Okay. Vergessen Sie alles, was Sie über Memory wissen. Also, das ist mein Lieblings. Ich würde sagen, wir drehen noch mal um und wir mischen. Ja gut, und dann verabschieden wir uns. Jetzt sind alle Bilder dabei. Es kann losgespielt werden, die Kinder liegen hinten und deshalb beginnen sie. Okay? Die Regeln sind wie folgt. Die Teams springen abwechselnd auf je zwei Karten auf den Boden. Stimmen die beiden Karten überein, erhält das Team einen Punkt und ist weiter am Zug. Bilden die Karten kein Pärchen, werden sie wieder verdeckt. Das Team mit den meisten Kartenpärchen gewinnt. Eray und Annika, Olli und Tim, bitte. Für die Kinder... gilt es jetzt das Spiel? Ja, okay, ich nehme eine ganz den rechts. Ich zeige es dir. Dürft ihr ja nicht. Den? Ach, eigentlich ja nicht. Wir dürfen eigentlich ja nicht. Also wäre natürlich super. Uiuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Ja, ihr könnt. Also es ist schön, dass ihr euch in den Zwischenräumen bewegt, aber ihr könnt auch über die Karten gehen. Oder nur nicht springen halt. Hier. Ja.
Aber ihr versteht, ne? Merken. Fußball, Socken. Fußball, Socken. Also der Fußball und Socken. Genau. Sonnenblume. Bleib ruhig drauf stehen, Olli. Gerne. Und Tim? Ich hab's ja mit der Kondition. Ich nehme mal so, immer abwechselnd. Ach, du machst schon nach vorne. Ha? Sonnenblume und Banane. Wir kennen bislang Fußball, Socke, Sonnenblume, Banane. Nur. Soll ich hier? Warte. Ich mach hier, ja? Fang du an. Oh, das läuft ja richtig gut. Klasse. Hier. Ah! Ah, jetzt weiß ich's. Ich auch. Die Banane. Die Banane. Ah, wo war denn die Banane? Was soll ich machen? Ja, ein zweiter. Das ist der Ernährungsexperte. Genau wo du stehst, genau wo dein rechter Fuß Ring, ist. Ja. Ah, nein, hier, nein, ne? Ich glaub, ja, okay, ist ja schon in Ordnung. Erstes Pärchen für die Stars. Können wir noch? Ja, ihr seid weiter. Ich mach das mal, wenn du willst. Weiter die Erwachsenen. Mama, weiter direkt hier, ne? Wo wir schon mal hier stehen. Du darfst schon draufbleiben. Falls ich jetzt kann. Muss ich mal ganz kurz überlegen. Zitrone? Ich muss mal kurz meinen... Hatten wir auch noch nicht. Wie kriegen's? Willst du jetzt etwa mit Taktik ran oder mach doch den kürzesten Weg? The Brain. Oh! Ja! Woll, woll, woll. Okay, ich weiß. Jetzt seid ihr am Zug. Vorsicht, Vorsicht. Eher langsam, langsam. Was? Sinnvoll ist, erst zu gucken, ob man den Originalball schafft. Wo war der nochmal? Mist. Ja. Ich glaub, da, wo du stehst. Ja. Ah. Ja, nicht hier vorsagen, bitte aus dem Publikum. Es war aber weiter links. Okay, mach. Ja. Erstes Pärchen für die Kids. Annika! Ihr seid dran, ihr seid dran. Ihr dürft weitermachen. Okay, mach du, fang nur an. Oh. Haben wir schon gesehen. Nein, warte, warte, hier. Warte, das wurde euch aufgedeckt, glaube ich. Hallo, 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 hallo. Hallo, nicht helfen, aber eins weiter vorne. Okay, ganz, mach. Ganz cool bleiben. Hier. Ja. Ja. Nochmal, nochmal. Soll ich mal das? Darf ich anfangen? Ja, mach. Tasse. Aber das ist die rote. Ja, das war die grüne. Die hatten wir nicht. Ja. Mhm. Also nehmt ihr irgendwas anderes. Geh hier. Hier in der Mitte. Oder macht. Warte. Ja. Ja. Was ist das? Hä? Wie geht das? Okay, noch okay. Okay, okay, okay. Jetzt fang du an. Ja, der Rest sind nur noch Buntstifte. So. Weiter geht's, Annika, ihr seid dran. Malkasten, Tuschkasten. Ja. 4-1 für die Kids. Da waren jetzt zwei Lucky Punches dabei. Wir räumen das ganze Feld ab. Wir räumen das ganze Feld ab. Dann ganz cool bleiben. Nicht, also Glück ist ein süßes Gift. Ja? Das klingt, das super. Ist verführerisch. Komplett. Aber dafür hat man ja oft Pech in der Liebe. Hier? Nicht den hattet ihr schon. Okay. Warum muss ich eigentlich gerade an meine Schwester denken? Hier? An den Oberschenkel oder ans Gesicht? Immer Gesicht. Oh no. Also nicht Zitrusfrucht, Zitrusfrucht, nein, Zitrone, Orange. Die haben vier, die haben eins. Es steht 4-1 für die Kinder. Tim und Olli, bitte. Hatten wir noch nicht. Nee, die waren noch nicht. Gut, Leute, fange ich mal an. Odin hatten wir auch noch nicht. Dir? Du siehst auch so aus. Ich hätte beinahe gesagt, das passt ja. Oh no, nein. Lucky Punch! Teddybär, Eiswaffel. Du bist einfach mal hier, ja? Bär, ne? Mach besser. Doch, doch. Oh, nee. Nee, ist klar. Ja.
So, jetzt müsst ihr nur noch das hier, Eis finden. Nein, da wurde schon. Nee, das ist Eis. Geht doch, hier wurde noch nicht. Buntstift, Buntstift, Buntstift. Die sind überall. Ich glaube, da. Hier. Mach ich mal. Das ist Socken. Oh, die hatten wir ganz am Anfang, ach, ne, die Socken. Wir, ja. Socken okay. Und Buntstifte. Oh, die Socken nerven. Wir hatten 5, die haben 1. Weil das so schön aussieht, guck mal. Ich möchte auch mal eins zeigen. Wie du da. Ich will nur sagen, uns entgeht nichts. Und es ist nah am Telemark, die Landung. Allerdings keine 100 Meter Flug vorher. Ja, aber ganz ehrlich, das sind 100 Kilo, die müssen erstmal in die Luft bewegt werden. Ja, also, und dann noch so grazil dabei aufzusehen. Katapultartig. Ich glaube 200. Dann, die Stars sind dran. 5-1 für die Kinder. Dann mach doch mal die Socke hoch, wo du denkst, dass... 350. Oh, nee, war nicht die Socke. Nee, war nicht die Socke da. Da war die Zahnpasta. Und die Zahnbürste. Achso, ja. Hier waren wir noch nicht, ne? In der Mitte waren wir noch wenig. Auch schön. Auch schön. Oh, ah. Oh ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Das. Weil da sind wir uns sicher. Okay, geh dahin. Da, da, da. Auch da. Auch hier? Ah, ich mag es gar nicht. Also zum da. Das ist, ja. Okay, geh da. Geh da. Hier, ne? Ja. Nee, das ja. Klare Ansage. Geh da. Ja. So. 6-1. Ihr bleibt dran. Annika. Geh dahin. Annika. Das ist, glaube ich, gar keine Möglichkeit mehr, dass wir eine Chance haben, das zu gewinnen. Ah, Buntstifte. Da, da, direkt vor dir. Ja, da. Ja. Ja. Noch, noch können die Erwachsenen sogar gewinnen. 6 Pärchen gibt's noch. Ja, indem sie ein Kind entführen, oder wie jetzt? Es gibt noch 7. Socken, Socken, noch 7. Hier, hier. Ah, ich weiß nicht. Was, was? Nein. Wir zählen einfach mal durch. 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7. So leid es mir tut. Dieses Spiel geht an die Kinder. Aber Olli, ganz ohne Sprung ins Lomo solltest du das Studio nicht verlassen. Hab ich auch. Ja. Schön, Herr Popper. Einbeinig gelandet. Ja, das ist fantastisch. So kommt der Storch angeflogen. Das ist richtig. So Denkerpose. Ja, das ist halt auch... Nimm Platz. Eine gewisse Aussage hier. Hallo. So, das, ich meine, das war schon eine Klatsche, oder? Das ist richtig, ja, cool. Das ist richtig. Ich weiß auch jetzt, an wen ich spende. Also, ja. Du fällst immer runter. Guck mal, wie ich das mache. So. Ja. Ja. Jetzt musst du es nochmal machen. Das ist richtig, das liegt auch an der Kiloanzahl. Also wird es etwas schwieriger. Man sagt ja, dass gerade bei diesem Spiel Kinder im Vorteil sind. Ist das, Walter, ein Erlebnis, was ihr auch beim Spiel mit den eigenen hattet? Ja, das scheint so zu sein. Das ist immer so, selbst mit 4 gewinnen sie schon. Man hat da gar keine Chance. Genau, es gibt ja so eine Altersphase, da denkt man, man unterstützt sie noch und lässt sie gewinnen. Aber der Wechsel sozusagen, bis man merkt, dass sie immer automatisch gewinnen, der geht sehr schnell. Ja, ich habe ja auch nicht so viel gewinnen lassen. Ich gewinne auch gerne, ja. Ja? Doch, gebe ich. Wir hören jetzt auch auf, sie gewinnen zu lassen, finde ich. Ja. Ne? Das reicht. Wir wollen jetzt erstmal sehen, um wie viele Punkte es geht. Und deshalb sagt uns Fay an der Würfelsäule, wie viele Punkte es für diesen Sieg der Kinder gab. Es wird ein Sechser. Wird ein Sechser. No, no, no. Ah, nee, doch. Drei Punkte für die Kids. Das ist gut. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es wächst und gedeiht. Es steht 7-0 vorher und jetzt 7-3, immer noch für die Stars. Aber ihr arbeitet dran. Ihr seid ein starkes Team mit 4 starken Spielern. Und den dritten, Eray nämlich, den lernen wir jetzt im Film kennen. Jetzt kommt ein richtiges Sprachgenie, Eray. Er ist 12, aber beherrscht schon einige Sprachen. Seine Familie stammt aus der Türkei. Er spricht neben Türkisch und Deutsch auch Spanisch und Englisch. Und ein bisschen Kölsch. Kein Wunder, wohnt er doch in der Stadt, in der man zum FC geht. Wie Eray, denn er liebt Fußball. Seine großen Idole spielen aber in anderen Ligen. Am liebsten würde er mal Messi und Ronaldo ausdribbeln. Egal, ob auf dem Spielfeld oder dem Schachbrett. Er spielt jeden Gegner schwindelig. Eray.
Erei, stark. Jedes Kind, das kann ich unseren Zuschauern mal sagen, jedes Kind hat vorher einen Fragebogen ausgefüllt, damit man so ein bisschen was weiß über die Kinder. Darf ich ganz kurz zitieren aus deinem Fragebogen? Ja? Also, Frage, treibst du gerne Sport? Deine Antwort, ja, Fußball. Frage, was sind deine Hobbys? Deine Antwort, Fußball. Frage, womit verbringst du am liebsten Zeit? Deine Antwort, Fußball. Frage, was möchtest du am liebsten werden? Deine Antwort, Fußballspieler. Frage, was wünschst du dir? Gesund bleiben, damit ich lange Fußball spielen kann. Oh. Ich merke, dass Fußball offensichtlich eine Rolle in deinem Leben spielt. Ja. Dein Lieblingsverein in der Bundesliga? Bayern. Bayern. Ja, gut, wenn man gerne gewinnt, ne, ist das eine gute Lösung. Und hast du auch einen Lieblingsspieler? Nicht so überlegt. Bei Bayern oder? Ja, ja. Überall. Überall, generell. Messi. Oder Messi, achso, der ist aber wieder ja nicht bei Bayern. Aber ja. Also wechselt der ja. Noch nicht, ja. Genau. Ja. Geld haben die Bayern genug, den könnten sie sich auch noch holen. Für eine Woche zumindest. Ja. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach weiterspielen. Und ich zeige euch mal, was das nächste Spiel ist. So sieht's aus. Jetzt sind Bauherren oder solche, die es werden wollen, im Vorteil. Bei Lifted gilt es, in kurzer Zeit verschiedene Bauteile in der vorgegebenen Anordnung und Reihenfolge zu platzieren. Gebaut wird immer mit einem Baukran, der je nach Aufgabe in die Hand genommen oder am Kopf befestigt wird. Der geschickteste Baumeister erhält die meisten Punkte und gewinnt. Ja, also Johannes. Das ist das Lift-It-Kostüm, wer es tragen kann, also ich auf jeden Fall nicht. Judith spielt und Walter spielt und Oliver spielt und drei Kinder spielen auch. Lift-It, das ist spektakulär, aber die Kinder brauchen dabei Unterstützung. Und die bekommen sie von einem Mann, der als Juror bei The Voice mithilft, die Nachwuchstalente zu sichten und auszubilden. Heute ist er mit seiner Band hier und mit seinem neuen Song Fire. Herzlich willkommen, Ray Garvey. Ja. Schön, dich zu sehen. In anderen Sendungen bekommt man Blumen oder irgendwas überreicht. Bei uns bekommt man einen Helm. Ja? Ja. Vorsicht mit dem Haken. Nicht, dass der in der Nase hängen bleibt. Genau. Komm mit. Und dann stelle ich dir schnell Olli und Tim. Ja. Ja. Erei, das ist Ray. Ray. Tim hat die ganze Zeit gesagt, er sei mit einer Schwester aufgewachsen. Und mit der hat er immer gespielt. Und wenn er verloren hat, ich möchte nur mal wissen, wie es bei dir war. Aber du bist mit? Sieben. Mit sieben Schwestern. Sieben Schwestern aufgewachsen, ja. Mit sieben Schwestern. Oh. Ja. Ja. Danke. Ich meine, ich bin ja nicht wahnsinnig. Mit sieben hätte ich mich auch nicht angelegt. Ja. Also das war jetzt, vom Zahl her hatte ich keine Chance. Ja. Aber damit habe ich ein ganz großes, so... Eine Regel in meinem Leben. Ich habe gelernt, mit Frauen sich anzulegen, kann man nur verlieren. Das ist schon fast eine Weisheit. Absolut, das ist eine Weisheit. Aber ich meine, ich habe auf jeden Fall gelernt, was ich auch immer mir begleitet ist, dass man Frauen und Männer gleich behandeln muss. Dass der Respekt, dass alle Menschen gleich sind und vor allem, wieso beide Geschlechter sind gleich, manche können was besser als die anderen, aber es liegt nicht daran, ob man ein Mann oder eine Frau ist, halt, finde ich. Ja. Ja. Außer beim Fußball. Ja. Dann spielen jetzt Menschen gegeneinander. Wollen wir rübergehen zum Spiel? Ja. Lifted heißt das Ganze. Lifted. Und es ist ein sehr großer Spaß. Und wir sind alle im gleichen Team. Spielen Walter, Olli und Judith. Ja. Du kannst gerne mitkommen, Tim, aber du bist bestenfalls Coach in diesem einen Spiel. Wichtig ist, dass ihr euch alle die Schutzbrillen vorher aufsetzt. Du musst in die Mitte. Ich bin in der Mitte, okay. Tut mir den Gefallen mit der Schutzbrille. Nicht, dass ihr den Haken des anderen ins Gesicht, ins Auge bekommt. Muss man das denn unter Wasser machen, oder? Nein. Das sieht besser? Okay. Also, hier vorne auf dem Monitor erscheint jetzt gleich eine Spielfigur. Ein, sagen wir, Gebäude, ein Bauwerk. Okay. Und ihr müsst dieses Bauwerk an der letzten Position, das sind Erei und Oliver, aufbauen. Siehst du? Vorher nehmt ihr die Spielfiguren auf. Walter leitet weiter an Judith. Judith setzt ab
und leitet weiter zu Oliver und genauso bei den Kids, inklusive Ray Garvey. Ich muss absetzen hier zwischendurch? Nein, du musst es ja aufnehmen von ihm. Also er setzt es ab, dann übernimmst du. In der Luft übergeben ist schwer. Okay. Ist schwer. Also geht, aber erhöht die Siegchancen nicht. So, hier sind die Regeln. Die Bausteine werden von Spieler zu Spieler mit einem Kranhelm transportiert. Der letzte Spieler stapelt die Steine in der vorgegebenen Reihenfolge aufeinander. Wichtig, die Hände dürfen nie benutzt werden. Ist das Bauwerk vollendet, beendet der letzte Spieler per Buzzer sein Bauwerk. Das heißt, wenn ihr glaubt, es ist fertig, dann muss Olli hier und Era hier buzzern. Dann kontrollieren wir nämlich noch, ob ihr überhaupt richtig gebaut habt. Ray, ihr seid soweit? Wir sind soweit. Ja. Unser Team ist unschlagbar, wollte ich nur einmal gesagt haben. Das ist gut, dass wir es vorher wissen. Weiter, Judith, Olli. Dann, das ist das Gute bei dem Kommando, was jetzt kommt. Das können Sie zu Hause und das können die Kinder im Wohnzimmer auch mitrufen. Das Spiel beginnt! Das ist jetzt auch das Bauwerk. Das ist das Bauwerk, ja. Und bitte. Geh lieber in die Mitte, oder? Okay. Ja. Okay, ja, yeah. Super, super, perfekt, genial, besser geht nicht. Ich glaube, du musst da hinlegen. Und du kannst gleich weitermachen, ne? Genau. Alles, was du brauchst. Der Helm geht ab, ich darf die Helme auf jeden Fall halten, oder? Ja, ja, wenn er sonst abgeht. Ja. Okay. So, okay, okay, weiter geht's. Ah, das Schöne ist, dass mein Helm nicht hält. Oh, shit. Na, dann eine Hand an den Helm sonst, Olli. Das geht, ne? Das darf ich, ne? Ja, an den Helm würde ich sagen. Aber nur hinten. Ach so. Jetzt habe ich auch keine. In der Zeit könnt ihr ja direkt weitermachen. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Gut. Shit. Können wir zwei bauen, weil wir sind fast fertig hier. Oh. Ups, sorry. Was ist? Ich häng noch. Alles gut, ganz entspannt. Alles klar. Ja. Okay. Nochmal so ein blaues da. Ja. Wir bauen nämlich so eine kleine Sauna auch bei uns rein. Sehr gut. Du weißt, Ray? Ja. Vorsicht. Der am lautesten. Ja, genau. Ich komm nicht raus. So, jetzt. Warte. Jo. Der mit dem lautesten Mund. Ey. Okay, weiter geht's. Weiter geht's, Ray. Wir sind jetzt bei Gelb, ja, richtig. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wow. Wow. Dein Vater der Bauleiter? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja. Schnell kippen, bitte. Oh, jetzt liegen die Promis auch gut. Aber nicht so gut wie wir. Nee. Was hast du vor, Ehre? Ach, du willst ihn erstmal hinlegen. Hast du. Vorne sind wir fertig. Ja, aber die Stars sind auch ziemlich weit. Immer wenn ich mit das die Ruhe, alles darf. Gut. Immer mit cool bleiben. Den Champagner würde ich noch nicht kalt stellen an deiner Stelle. Gut. Noch mehr? Ihr guckt so ein bisschen, dass es akkurat gebaut ist, ne, Olli? Ja. Das du ist siehst nicht ja, akkurat dass, gebaut. Dass da auch Winkel eine Rolle Wirklich? Spielen. Also, aber es sind doch alle, also... Drück drauf. Ich würde sagen... Ah! Warte. Weitermachen. Mal weitermachen. Das ist, ja. Wir können ob ich das gelten lasse? Also. Bei dir selber. Bei mir selber, okay. Ich sag mal so. Also bitte, wenn das der TÜV irgendwie so... Von den Machern des Berliner Flughafens, meine Damen und Herren. Wo ist denn die Figur? Wie geht das? Ich helfe dir mit dem letzten. Ups. Nicht küssen. Oh, jetzt macht ihr hohe Schule. Jetzt macht ihr das gemeinsam hier. Ja, das ist Position. Das ist... Das muss sagen, der letzte Stein war sehr stark drauf gesetzt. Ah! Auf nicht. Ah, ja. Also. Auf, auch. Also. Willst du nochmal aufsetzen? Willst du nochmal helfen? Auch fertig. Ach, das geht auch so. Also ich habe erstmal möchte ich vorneweg sagen, ich habe ein großes Vertrauen in deutsche Bauämter. Ja, und deshalb glaube ich, dass keines dieser Bauwerke jemals eine Genehmigung bekommen wird. Ja? Das würde ich jetzt nicht so ausschließen, ehrlich also, gesagt. Also, das. Der erste sieht noch sehr gut aus, der zweite ist drauf, leicht verrückt. Mit dem dritten versucht man, den Fehler des zweiten auszugleichen. Dafür ist der dritte perfekt gelungen. Der vierte zum zweiten in einem, sagen wir, angemessenen Verhältnis. Das bewegt sich ja auch die ganze Zeit. Ich wusste nicht, in welchem Winkel ich es aufweisen wollte. Ja. Dass du mit dieser zusätzlichen Herausforderung Probleme hast, das war uns schnell klar. Dann das Gelbe, sag mal so.
nach der Mittagspause gebaut. Ne? Ja, da war ich. Und jedes zählt, das ist aber nicht korrekt. Da, ja, Moment. Was ist nicht korrekt? Was? Bei denen ist das schief. Warte, nicht anfassen. Was, aber bei euch ist alles schief. Also, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Nee. Ja. Wir haben die Schlafzimmer immer alle auf Sonnenseite gedreht, dass jeder halt hier einzieht, immer Sonne morgens früh hat und abends ein bisschen entspannt. Ah, abends Schatten, morgens Sonne. Okay, ich verstehe. Nach Osten ausgerichtet. Also, ihr habt beide perfekt gebaut? Ja! Moment! Aber die haben früher gebuzzert. Aber die Stars haben früher gebuzzert. Und deshalb geht das Spiel an die Stars. Ja. Dann gehen wir alle hoch, aber sagen vorher ein großes herzliches Dankeschön an Ray Garvey. Danke fürs Mitmachen, Ray. Fire. Dankeschön. Tschüss. Der neue Song. Grüße an die Band, alles Gute. Und wir gehen hoch auf die Bühne. Komm, auf geht's. Nein, nicht von diesem Pferd. Ciao, Faye. So, die Promis haben mal wieder gewonnen. Ja, was heißt mal wieder? Wir sind ja auch schon älter. Viel zu alt. Jetzt hau uns eine Eins raus. Hau eine Eins raus, hau. Wir machen alle mal einen Countdown, es macht viel mehr Spaß. Okay. Wir machen alle ganz laut. 3, 2, 1. Buzzer. Buzzer. 1. Ja. Ja. Mit dem Countdown wird jetzt häufiger kommen. Ja, vielen Dank. Ja? Richtig glücklich. So, Spielstand zwischen Kids und Stars mittlerweile. Ja, hat sich richtig was getan. 8-3. Die letzte 20 Minuten. Ich sag euch nur so viel. Ich sag euch nur so viel. Hier kann sich alles drehen. Wir sammeln Punkte fürs Finale. Und Spiel 11 ist dann unser großes Finale. Ein Kind möchten wir noch kennenlernen. Und das passiert jetzt. Wenn heute Abend Gelenkigkeit gefragt ist, dann wird das Kinderteam sich auf sie verlassen können. Die kleine Prima-Ballerina Eni. Sie ist 10 Jahre alt und Ballett ist ihr größtes Hobby. Und zum Ballett gehört die Musik. Eni ist eine gute Klavierspielerin. Und eine begeisterte Naturwissenschaftlerin obendrein. Sie hat einen Axolotl namens Keks, eine Katze und Schildkröten. Aber am liebsten mag sie ihre Schwester und ihre Eltern. Eigentlich interessiert sie sich für alles und die ganze Welt. Gute Voraussetzungen, Eni. Also, Eni. Ja. Das gefällt mir richtig gut. Dass du so ein breit gefächertes Interesse hast. Super, für alles und die ganze Welt. Und jetzt habe ich gesehen, du machst Ballett. Ja. Machst du das schon lange? Ja. Sag mal, ja, wie lang? So ich glaube, mit 4 angefangen. Ein paar Jahre schon? Also du kannst das schon richtig. Also du könntest erste Position vormachen. Guck mal, die sitzt aber auch schon noch. Ja, erste Position, tu dir nicht weh. Ich mach's zur Kamera hin. Erste, zweite Position, dritte, vierte und jetzt Knoten in die Beine. Nein. Nein. Sehr stark. Also du machst das schon richtig gut. Du bist also in einer Kompanie richtig. Tretet ihr auch auf? Ja. Nur in der Weihnachtszeit oder das ganze Jahr über? Das ganze Jahr. Das ganze Jahr über, finde ich ganz toll. Und dann erzähl mir noch 2 Sätze zu deinem Axolotl. Das ist ja ein ganz besonderes Tier. Wer füttert das immer? Ich. Und was kriegt so ein Axolotl zu essen? Das sind so kleine Körner. Ja. Ich dachte, der kriegt Kekse. Kekse? Nee, der heißt Keks. Ja, ich weiß, aber vielleicht... Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Habe ich noch nicht ausprobiert. Könntest du erklären, was ein Axolotl ist? Ist nicht leicht. Wie ein Molch mit so Kiemenbüschel. Was? Kiemenbüschel. Ja, also so ein Molch. Ja. Oder sowas. Ein Fisch? Nein, es frisst Fische. Okay. Ich habe probiert, dem Guppies reinzusetzen, weil es im Internet stand, dass es geht. Und ist das schon ein Spiel jetzt eigentlich, dass wir raten, was nein. Es ist sehr schön, dass du da bist und dass wir dich kennenlernen konnten und dass wir jetzt gemeinsam weiter spielen. Okay? Ja. Mit diesem Spiel. Bei Packesel ist eine ruhige Hand gefragt. Hier geht es weniger um einen Esel als um die Last, die er tragen muss. Die Spieler haben 15 kleine Stäbchen vor sich. Sie müssen versuchen, all ihre Stäbchen auf dem Rücken des Esels zu stapeln. Reihum legen die Spieler je ein Stäbchen ab. Fallen dabei ein oder mehr Stäbchen vom Packesel runter, bekommt sie derjenige, bei dem diese abgefallen sind. Der Spieler, der zuerst keine Stäbchen mehr hat, gewinnt. Konzentration, ruhige Hand, bisschen taktisches Gefühl.
4 spielen alle gegen alle. Und so sieht Packesel bei Spiel beginnt aus. Kinder auf die Seite. Stars auf die Seite. Geht mal auf eure Bank, auf eure gelbe bzw. rote Bank. Ihr könnt euch aber das Spiel erstmal anschauen, so einen Moment. So kleine Stäbchen. So klein sind die. Ja, mit großen wäre es ja leicht. Wir aber gewinnen das Spiel! Aber mit den Kleinen ist es schwer. Darf ich anfangen? Ja. Hallo, ich gehe aufs letzte Feld, gelbe Feld. Ich gehe aufs letzte Feld. Nochmal zurück, eben alle müssen auf die Brücke, also auf die Bank. Denn erstmal wollen wir die Regeln. Möchtest du vorlesen oder soll ich? Wir können auch abwechseln. Dann bitte du zuerst. Abwechselnd legt jedes Team ein Stäbchen auf den großen Esel. Fallen Stäbchen herunter, muss der Spieler diese aufnehmen. Das Team, das zuerst alle Stäbchen ablegt, hat gewonnen. Richtig. Die Sache ist einfach. Die Kinder liegen zurück, deshalb dürfen die Kinder anfangen. Und jeweils nur spielen, wenn dieser gelbe Zebrastreifen oder diese gelbe Brücke da ist. Wer fängt an bei euch? Sekunde. Wir gehen der Trainer. Wir beide zusammen. Und alle hier in Köln. Das Spiel! Das Spiel beginnt für Geld. Warte. Ja, oder lass auch jemanden, der jetzt... Bitte sehr. Wir haben Wackel. Egal, wer oder was? Ja, wer. Ja, Walter. Genau. Walter daneben legen. Ha, du hast ja gerade gesagt, du zitterst so. Hä? Oh, zitter, 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 Peter. Zitter, fang an zu zittern. Schade, schade. Wir warten auf euer Signal. Aber du, was machst du? Auch jetzt erst? Oder lieber eben? Merke schon, wie die das aufbauen. Hält. Judith, nicht, nein. Das ist ja das Gute bei Fairplay. Man feuert sich gegenseitig an, genauso wie ihr das macht. Aber nicht gegen die anderen. Das ist, also, kann man machen, aber... Wir versuchen aufzuhören. Versuchen. Oh, nur weil mir wird schwer. Nee, ich mach letzter. Oh, der ist ja fast drauf geworfen, sag mal. Das ist genau ein Kuh. Der kann. Olli, jetzt du. Olli. Ja, also komm, so stimmt es. Du könntest irgendwo sehen, ne? Da vorne. Das ist voll schräg. Ja, man kann es nicht. Wow. Fast. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wieder dran, Annika. Schon jetzt kurios. Ah, nee. Das ist der vierte gelbe gewesen, ne? Alter. Ja. Ich mach Pause. Tim, nein, Moment, stopp, Moment. Alle müssen. Tim muss. Alle müssen. Komm, du kannst es doch auch. Tim. Wenn man kocht, braucht man auch eine feine Hand. Aber ich glaube, wenn man die Regeln ganz genau nimmt, ja? Man nehme ein Stäbchen und lege das auf den Esel ab, bis der letzte gehalten. Ja. Das ist, so waren die. Ja. Was? Was? Ist nicht so leicht, die Schnitzel in die Pfanne zu legen. Muss ich von der Seite? Haben die das aber auch fies gelegt. Du kannst auch unten durchkrabbeln erst, das wäre auf jeden Fall ein schönes Bild. Alter, ihr lacht, aber ich habe wirklich ein so mies. Du kriegst gleich wieder eine Zigarette, Tim. Alles ist gut. Aber nur eine kleine. Wow. Ja! Moment, stopp. Du musst aber nur noch gar nichts los. Ich muss nur diesen einen. Nur einen mitnehmen. Kannst den muss ich wieder mitnehmen. Nur einen. Den nimmst du wieder mit? Immerhin einen. Okay, komm. Und jetzt? Sind die anderen dran, ne? Sind die anderen. Das wird jetzt ganz mies für euch. Es war mir nicht klar, dass du so zittrig bist, ernsthaft. Alter, das ist vor 6 Uhr. Brauchst du doch die Taschentücher, die du uns vorher geben wolltest? Guck dir die Sendung in 10 Jahren an, dann wirst du verstehen, was ich gerade mache. Und zack. Schade. Erster Stein, also erster Stab auch bei den... Wir applaudieren zum Glück noch. Wir nicht. Auf geht's. Schon weinen. Oh, ruhige Hand. Krass, der Ball da, du. Krass. Achso, schön. Ja. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Bereit? Ganz schön heftig. Wo einhändig ist, Königsdisziplin. Oh. Oh.
Da muss ich sagen. Eray? Der war gut. Scheiße, ne? Der war nicht leicht. Der war sehr gut, ja. Ja. Der war nicht leicht. Wenn alle runterfallen, ist verloren. Drücken die Daumen. Alle mitnehmen. Muss man sie nehmen? Alle mitnehmen. Dann ist verboten. Ah, dann müssen wir den gelben auch. In alle. Oh. Judith? Oh. Nee. Ein Platzer. Der war fast drauf geworfen. Ja, also das ist ruhig. Mehr reicht. Wollen Sie schnell los? Ja, ja, ja. Nehmen den roten. Gut. Ach, sie legt schon direkt guck auf. Nicht so. Ich guck doch nur, wie du es machst. Ja, ja. Du kannst guck da oben gucken. Ach, eben noch mit Hachi und jetzt auf einmal ist alles ganz anstrengend, ne? Oh. Alle hier hin? Noch nicht, das war der Pocher. Verloren. Natürlich nicht verloren. Noch nicht, noch nicht. Natürlich nicht verloren. Alle hier hinlegen? Alle hier hin? Es liegt nicht an dir. So. Mein Haarspiel. Sag mal, die gute Nachricht ist, ihr habt hier eine ziemliche Auswahl. Und die bessere Nachricht, ich komme auch noch. Aber was ist denn jetzt die schlechte Nachricht? Dass du den runterfallen musst. Ja, kann ich gerne machen, aber... Ja, mach. Ja, bitte. Bitte. Ja, mach du! Ah, ist schon okay. Nein. Der war knapp, Olli. Der ich war weiß, knapp, aber hat gereicht. Aber hat gereicht. Ihr seid dran. Scheiße. Anni, wir haben gesagt, leg den schwer, leg den schwer. Leg den schwer, aber nicht zu schwer. Nein, ja, so. Ja, so ganz. Anni, du bist die mit der wir ruhigen Hand. Einen, oder? Oh. Ja. Anni, habt ihr drüben Anni, das hast du super gemacht, aber das nächste Mal würde ich nicht mehr hier so einen Hüftshake machen mit dem Esel beim Weggehen. Olli, so. Du musst ja den wie viel? Wie viel Tim, das ist der dritte, das könntest du packen. Ich glaube nicht. Ohne den Druck jetzt hochzulegen, aber es ist... Der Druck? Es ist jetzt nicht unmöglich. Unmögliche Sache. Für ihn schon. Boah, Alter, ey. Lass ihn so ein bisschen fallen. Ich muss doch nur ein- und ausatmen. Lass ihn fallen. Ja. Nein! Ja, oh, super! Ey! Wie auf einmal der so klein wird, dieser Esel. Oder? Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass die Erwachsenen das ernst nehmen. Und natürlich kann man aufgeregt sein bei so einem Spiel. Oh, sie hat es geschafft. Geschafft? So, Judith oder Walter? Judith? Oder, also Walter. Nee, Walter. Komm, räum ab, Walter. Ja? Nimm alle mit. Nimm alle mit. Oh, jetzt mitnehmen. Kommt doch auch eine gewisse... Ja. Ja! Draufgeworfen. Und die Stars gewinnen dieses Spiel. Keine Steppchen mehr. Auf geht's nach oben. Faye, du kennst die Sendung so gut wie ich. Du weißt, was im Finale passieren kann? Ja, es kann sich alles ändern. Es kann sich alles drehen. Also noch nicht zu früh freuen. Wie viele Punkte es für dieses Spiel gibt. Olli, nimm Platz. Hier sind wir ja, wir machen das nochmal mit dem Countdown. Das ist eben so gut geklappt mit der 1. 3, 2, 1. Ja, 3, das ist auszuhalten. 3 Punkte. Drei Punkte, Spielstand mittlerweile 11-3 für die Stars. Ja. Aber versprochen. Mit 2 Spielen können wir es drehen. Du hast das sehr gut gerechnet. 2 Punkte. Ja. Und das Finale ist sowieso. Das Finale ist. Ja. So. Jetzt geht es erstmal darum, Punkte zusammen fürs Finale. Aber da sind wir lange noch nicht. Aber rund geht es jetzt schon und turbulent wird es jetzt auch. Denn jetzt kommt Lotti Carotti. Ja! Wow. Das nächste Spiel heißt Lotti Carotti. Jeder Spieler hat 4 Hasenfiguren, die alle gesetzt werden können. Reihum ziehen die Spieler eine Karte, die anzeigt, um wie viele Felder sie mit einem ihrer Hasen vorrücken dürfen. Zieht ein Spieler eine Karottenkarte, muss er an der Karotte drehen. Jetzt wird es gefährlich für alle Hasen. Mit dem Drehen der Karotte kann sich eines der Spielfelder öffnen und einen Hasen in die Tiefe reißen. Dieser ist aus dem Spiel ausgeschieden. Der Spieler, der als erstes mit einem seiner Hasen das Ziel erreicht, gewinnt. Lotti Carotti. Es spielen Oliver, Walter und Tim und Annika, Kim und Eray. Vielleicht, dass wir uns hier vorne alle schon mal aufstellen. Wow. Judith darf natürlich auch mitkommen. War schön mit dir. Das wird so cool.
Komm, komm hier nach vorne. Das sind die Karten von Lotti Carotti. Hier lese ich die Spielregeln vor. Aber so sieht das Spiel bei uns aus. Wow. Hier sind die Regeln. Es werden abwechselnd Karten am Spielpult gezogen. Das Team, wenn sie nachher oben sind, entscheidet, welcher Spieler gehen darf. Ein Spieler pro Spielfeld. Besetzte Felder werden übersprungen. Wird eine Karottenkarte gezogen, öffnet sich eines der Spielfelder. Erreicht ein Spieler eines Teams die große Karotte, gewinnt sein Team. Das sind die Regeln von Lotti Carotti. Entschuldige bitte. Jedes Loch kann sich öffnen. Jedes Loch kann sich, ja, soll sich keiner zu früh freuen. Weil manche denken, es öffnen sich nur bestimmte Löcher, aber alle können sich. Alle können sich öffnen, da werden wir für sorgen. Darunter ist wieder das gepolstert. Darunter, ja, die gute Nachricht, darunter ist gepolstert. Hast du noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Wenn jeder vor der Karotte runterfällt, dann ist dann? Und dann ist das Spiel, dann wäre ja davor wär noch einer im Spiel, bevor der letzte, weil es öffnen sich nie zwei Böden gleichzeitig. Ja. Dann würde ja einer noch stehen und der hätte dann gewonnen. Okay. Okay, weitere Fragen? Steht dann einer hier, also einer steht hier und zieht eine Karte. Oder nee, das machen wir beide. Okay. Ihr seid alle oben und wir beide machen das hier an der Kommandobrücke. Dein Einverständnis vorausgesetzt. Am Anfang lassen wir die Karotten raus, weil erstmal müsst ihr ja hoch. Das sind die Spielkarten, da gibt es ein oder zwei Wege. Und jetzt wird erstmal gemischt. Das machen wir mal hier. Ich würde sagen... Du bist kein Zauberer. Judith, ja. Na, er muss ja mischen. Nee, ich bin kein Zauberer, das kann man wohl sagen. Ja. Judith, du spielst ja nicht mit bei diesem Spiel. Kannst du Stopp sagen beim Mischen? Ja. Stopp. Jetzt. Ja? Danke. Irre. Das hättest du hinauszögern können. So, dann wollen wir auch dieses Spiel initialisieren mit dem Kommando, das wir mittlerweile gelernt haben. Das Spiel beginnt! Kids liegen hinten. Und deshalb... Moment, die erste Karte, die wir ziehen, ist für die Kinder. Und es sind zwei Schritte. Auf geht's. Und das Ding öffnet sich. Genau, man muss nicht drunter durchklettern, man kann... Habt ihr eine Klappe. So, eins. Und du hast zwei gezogen, darfst noch eins weitergehen. Andere Richtung. Nee. Nein, ist richtig. Nein, richtig. Pfeil. Alles richtig. Das kann der Tim gar nicht sehen. Aber er wollte halt auch mal was sagen. Jetzt die Karte für die Stars. Ein Schritt. Wer geht von euch? Total. Tim, Walter, Olli? Geh du, Olli. Gut. Kinder zuerst. Ja. Vielen Dank, das habe ich gehört, Tim. Ich habe nichts gesagt. So. Es war Walter. Das geht hier auf jeden Fall auf. Sehr und schön. Oliver stellt sich auf den ersten, und korrekt? Und hinter dir wieder zu. Okay, Karte weg. Oh, jetzt die Karte für die Kinder. Ein Feld. Okay. Ihr müsst hoch, genau. Annika, du kannst jetzt an hier Oliver... Oliver überspringen. Ja. Okay. Ich kann beide überspringen, oder nicht? Beide, ganz genau. Ist jetzt Tim hat recht. Also besetzte Felder zählen nicht. Genau. Und das ist dein Feld. Jetzt geht es weiter. Walter, du bist der Nächste. Ja. Ein Feld für Walter. Ja. Auch du kannst natürlich an den anderen vorbei. Muss er sogar. Muss er. Also ist jetzt alles gut. Da bin ich mir nicht sicher, Walter. Go, Walter. Ich schon. Go, Walter. So, Vorsicht, nicht zu doll drauf hüpfen auf diese Felder. Das war nicht ich möchte oder? Nicht sagen, warum, aber es gibt Gründe. Hier ist Ehreis, erste Karte. Ein Feld. Du darfst an allen vorbei. Yes. Weißt Bescheid, Ehreis, ne? Ja. Oh, okay. Genau. Alle überspringen. Hinterlaufen, dann mit links antäuschen, rechts vorbei, genau, und dann zack, zack, genau. Wie beim Auskribbeln. Und jetzt kommt noch Tim Melzer. Das ist Tims Karte, zwei Felder. Könnte man jetzt rein theoretisch auch Walter zwei Felder vorlaufen noch lassen? Noch nicht, aber oben ja. Wenn ihr alle oben seid, dann kann das Team sich entscheiden, wer geht. Das heißt, ganz wichtig, du kannst ruhig hochgehen schon. Ja, noch da. Kommt das ist das Übernächste. Das ist genau, das ist ein wichtiger Hinweis, weil es nachher eine Frage der Taktik ist, ob man einen ganz weit nach vorne schickt, auf die Gefahr hin, dass er den Abflug macht, oder ob man sich als Team bewegt. Tim hat zwei Felder, besetzt, 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 bitte? Besetzt und jetzt noch zwei Felder. Und? Stehen geblieben.
Genau. Versteinert. Richtig. Okay, Tim. Vorsichtig drauf. Allen Mitspielern, Eray, allen Mitspielern folgenden ernst gemeinten Ratschlag. Stellt euch immer in die Mitte. Da sind ja Füße aufgemalt. Und wenn ihr da steht, wo die Füße sind, dann ist das besser. Ich sag's mal vorsichtig. Es war schön mit euch. Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, jetzt nehmen wir, Steady guckt zu, damit hier kein Kartentrick passiert. Das sind die Karten, die wir bisher gespielt haben. Dazu kommen jetzt drei Karottenkarten. Ja, Judith, guck auch. Ich tue die vorher schon mal so rein, aber ich mische natürlich. Ich sag wieder Stopp. Ja. Aber diesmal schön durchmischen. Möchtest du mischen und ich sag Stopp? Ja. Hm? Oh Gott, das ist sehr lange her, dass ich Karten gemischt habe. Wirklich. Ich kann mischen. Ich glaube 25 Jahre. Ich kann mischen, aber schön mischen kannst du besser. Warte. So. Ich habe noch nicht Stopp gesagt. Ich wollte noch ein bisschen länger. Pass auf, ich kann noch einen Trick von früher, vom Mau Mau spielen. Ja, jetzt. Mit so wenig Karten. Letztes Mal mit 11. Okay, jetzt klappt es natürlich ja auch schon nicht. Wieder 12 Jahre her. Kann die Karotten okay. Guck mal. So. Brauchst du eine Lesebrille? Stopp. Stopp. Okay. Bitte, Entschuldigung. Okay. Wenn eine gewisse Strenge reinkommt. Sind wir soweit? Ja. Nein. Dann kommt jetzt die erste Karte für die Tim, Kinder. Tim, leg die Ellbogen an. Die erste Karte für die Kinder, also wie viele Schritte ihr gehen dürft. Achtung. Oder eine Karotte. Zack. Oh. Am besten Hände an die Seite. Da kann ich immer nur sagen, ich habe nicht gemischt. Das war die Judith. Da. Olli, guck ganz locker. Ja, ja, ich bin total entspannt. Wann hört die auf? Keiner ist gefallen. Oh Gott. Aber Tim hat Angst gekriegt. Da war keiner. Oh mein Gott. Können wir kurz einen Kostümwechsel machen? Ach ja. Erste Karte. Oh mein Gott. Da ist Land mitgekommen. Oh, Leute. So, bitte keine weiteren Details. Hast du das gehört? Ah. Zum Glück nicht, sage ich an der Stelle. Hier ist die Karte für die Stars. Nur mal so infomäßig, was ist denn aufgegangen? Einen nach vorne. Ich würde... Wie viel haben wir? Eine? ...vorschlagen, dass wirklich der Oliver einen nach vorne geht. Es ist eine Eins. Ja, ja. Weil wir dann uns in der Dreiergruppe geschlossen nach vorne bewegen. Das heißt, wie du nach Olli vorne darf so viel gehen, weil jedes besetzte Feld gar nicht erst zählt. Ach so, ich dachte... Nee, das ist die Eins. Ja, das, war jetzt doof. Das war sehr doof. Du hättest gehen sollen. War taktisch. Das war doof. Macht nichts. Aber es ist erledigt. Hier ist die nächste Karte für die Kinder. Eine Karotte und das erledigt sich gleich. Oh, darf ich viele? Zwei. Oh. Redet erst, redet miteinander, sprecht miteinander. Okay. Ja, okay. Ich würde, warte. Sonst bekommen wir mich hinten nicht mehr raus. Das macht keinen Sinn. Das zählt noch nicht. Geh an den Mitspielern vorbei. Vorsicht da oben. Bislang hat es noch nicht geblinkt. Wir dürfen aber zwei gehen. Zwei. Wir haben es ja schon falsch gemacht. Dann müsst ihr es auch noch falsch machen. Eins. Eins. Super. Zwei. Das scheint mir korrekt zu sein. Nächste Karte für die... Es riecht nach einer Karotte. Keine Karotte. Wer ist für Karotte? Das Pupp. Nein, klar. Nein. Die nächste Karte ist eine Karotte. Nein. Hände an die Seite. Manche halten sogar die Luft an. Ja. Schon wieder keiner rausgefallen. Mensch. Oh Gott. Wie gerade heiß geworden. Ah, Tim, geht's noch mit der Hose oder sollen wir es gleich mit der Windel versuchen? Ihr macht, kennt die Leute vielleicht das Gefühl, wenn man aus der Sauna geht und dann direkt ins Tauchbecken reingeht? Was dann mit dem Gehänge passiert? Also ich sag so, Tim, so, nein, also. Aber diese... Lieber Herr Melzer, herzlich willkommen in dieser Familienshow. Aber das... Aber es ist ja schon nach neun. Die unter Vierjährigen schlafen vielleicht. So. Aber dass ein Kinder zu solchen Sachen fähig ist, das ist schlimm. Ich glaube, die Kinder werden danach Albträume haben nach dieser Show. Ja. Weiter geht's
Danke. Mit den Kindern. Ah, nein. Das ist für die Kids. Ich glaube, eine Maria, zwei. Anni darf. Anni läuft. Ja, dann sind wir weiter. Ja, nicht doof von euch. Ja, die machen das schon ganz gut. Mhm. Also, so. Zählt es schon als erstes. Das erste jetzt, wenn du drauf trittst, blinkt's, ja. Und? Eins nach Kim. Hier. Oh nein, Anni. Ich zwei. Oh Gott. Oh Gott. Kann es sein, dass die Erwachsenen festgewachsen sind? Ich ziehe immer Karotten. Mach du lieber. Du oder Judith. Die oberste, ne? Ja. Hm. Fee, jetzt mach kein... Oh Mann, Judith. Nein! Ich muss kurz nach Annika gucken. Annika? Hallo! Sie winkt! Dir geht's gut, alles sie gut bei dir? Sie lebt, okay. Alles gut. Wie war der Flug? Cool. Nein, war gut? Ganz witzig. Okay. Soll ich raus? Das ist so schwer, hier rauszukommen. Wie ihr seht, landen sie in weichen Sachen. Alles gut. Oh mein Wunderbar. Gott. Oh. Tim, wie geht's dir? So, mach mal so eine kleine Beschreibung deines Zustandes. Ich würde mich nur sehr gerne vergewissern. Ich meine, das waren 30 Kilo, die da jetzt runtergefallen sind. Ja. Reicht der Schaumstoff auch für 46 Kilo? Ich kann dir sagen, Tim, wir haben das bislang nur mit Kindern gespielt. Eben. Aber da war es okay. Da war es okay. Oh mein Gott. Aber was ich sagen kann, der Studioboden hält das aus. Ja, okay. Genau. Hier ist die nächste Karte für die Kinder. Ein Feld. Ah. Oh mein Gott. Bravo. Oh mein Gott, okay, ich bin unten. Das war nicht gut. Die Sendung heißt doch von 3 oder von 6 bis 99. Nee, von 3 bis 99. Ah, ich frage mich, wie das die 99-Jährigen spielen, ehrlich gesagt, aber. Und bestimmt weiter. Ein Riesenspaß in so einem Seniorenstift, Lotti Carotti. Oh mein. Spielt der eine oder andere das letzte Mal dann? Für die Stars! Für die Stars! Achtung! 2. Zack! Karotte! 1. Ja, komm, Walter. Ah, nee, du bist ja... Nee, geh du. Nee, du mal. Tim, ich. Du. Oder geh du. Nee, Olli, du gehst. Olli, Judith, du. Judith möchte, dass du gehst, Tim. Geh du. Nee, obwohl das ja, aber es macht doch Sinn, wenn, ob Olli oder ich. Das ist jetzt egal. Komm, trau dich. Ja, weil wenn Olli jetzt geht... Die Chance, dass zweimal dasselbe Loch aufgeht, ist bei null. Olli geht. Here we go. Gut. Bam. Einfach Bam. Mal. In your face. Genau. Ist sie da eigentlich noch drin oder nicht? Ciao. An der Stelle sage ich gerne, das wirst du ja gleich sehen. Also. Schade, dass, da kann ich nur sagen, schade, dass Judith nicht mitspielt. So. Judith hat eine Karotte. Ich bin da ganz froh, dass ich nicht dabei bin. Ich habe auch eine Karotte. Oder soll mal Faye einmal. Bitte, hat Faye. Judith eine Karotte? Nein. Judith hat eine Karotte, hieß es. Gezogen. Ach so, natürlich. Wer hat mich schon mal? Oh. Oh nein. Nein! Ich habe so schlechte Hände heute. Und ich kann nicht reden. Ich würde die Hände an der Seite lassen. Was? Okay. Er lebt noch. Es geht ihm schlecht. Ja. Oh Gott. Wo ist denn das Kind? Komm aus, bitte. Olli, alles gut bei dir? Er ist nicht auf. Olli, oder bleib mal, du kannst von Was, dort... Was, bitte? Hallo? Jetzt kannst du uns sagen, Olli, was Olli, bleib doch mal kurz. Olli, bleib doch kurz, dann können wir von da mal die Zeitlupe angucken. Ich glaube, dann sehen wir in deinem Gesicht vielleicht die ganze Angst eines fast erwachsenen Menschen.
Was raus? Und die lachen ihn aus. So. Oh Mann. Hm. Wer ist jetzt wir? Weiter? Es geht weiter für die Erwachsenen. Bitte sehr. Hä? Ja, für uns. Ist richtig. Uns. Ach, schade. Eine Eins. Tim, geh du. Welche? Oh, okay. Nächste Karte für die... Schon? Hä? Gut. Nächste Karte für die Kinder. Keine Karte. Oh, nee. Warte. Oh. Nein. Oh. Kim, tschüss, ich bin weg. Ciao. Was? Was? Oh. Hilfe. Walter, dir geht's auch noch gut? Tim, ich bin bei dir. Denk an was Schönes. Denk an was Schönes. Oh. Ah. Geil. Runter, der hat so Klick gemacht. Ja, ja, ja. Man hat Herz und man hat nicht gespielt, ne? Wegen den Geräuschen. Ja. Nächste Karte für die Stars. Keine Karte. Eine 2. Wo immer Stars. Geh du. Warum? Kannst du doch gehen? Okay. Dann geh ich. Oh Gott, das Vorsicht, ist. Vorsicht. Nee, die geht immer auf. Da geh ich nicht hin. Olli, Olli, wie geht's dir? Noch ein oder andere. Nächste Karte für die Kinder. Oh. Wer soll gehen? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Oder willst du? Du, er muss. Wer will? Ich kann auch. Na, also es geht darum, irgendwann Richtung Karotte natürlich auch. Schnick, schnack, schnick, schnack, mit Brunnen. Hä? Mit Brunnen. Bin gewonnen? Mit Brunnen. Mit Brunnen? Egal, geh du einfach. Komm. Okay. Ladies first. Okay. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, Erei, ne? Ist das hier oben? Hä? Ist das richtig hier? Ja, ist richtig. Ja, ja, da, wo die Weißen jetzt hier mischen. Geht's da noch tiefer runter als da? Naja, halt ja die so 30 Zentimeter. Ha, ha, ha. Tim, cool bleiben. Bitte. Keine Karotte, ich flipp auf. Oh, schnöde Welt. Wer ist dran jetzt? Prominent. Ich werde immer älter hier oben. Ja? Oh Gott. Bald bist du auch. Ich hab schon bei Sarah. Also. Keine Karotte. Das ist die nächste Karte für die Erwachsenen. Keine Karotte. Ja. Ja. Oh. Einer. Du. Nee, Walter, geh vorbei. Nee. Ja. Walter, geh vorbei an ihr. Warte mal. Wenn ich gehe, dann geht ihr vor. Wenn du jetzt gehst, ne? Ja. Und dann haben die eine 2 und ich auch eine 2. Dann bin ich an der Karotte. Eben. Nein, hier, von hier. Oder? Ist das nee, es geht außenrum noch. Einmal außenrum noch, im oberen Rand. Wir brauchen die Karotte noch drumherum. Also, ich bin richtig schlau. Also wenn du jetzt gehst, dann bist du hier. Ich gehe aber sehr dezent. Aber dann kann er ganz nach vorne. Dann gehe ich, ja? Nein, du gehst nicht. Ich finde... Soll ich dir was sagen? Das ist die Platte, wo alle runterfallen. Genau. Ich fürchte. Walter, geh vor. Ich bin dafür, dass du vorgehst. Oder? Weil ja. wenn ich jetzt gehe, hängen wir ihn ab. Ich hab dich und auf geht's. Ist egal, geh auf du. Geht's. Besser. Geh du. Der selber. Nein. Nein, nicht so. Du musst schauen. Ja. Das war ein guter Versuch, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so schön. Dann nehme ich das wieder zurück. Fate zieht die nächste Karte. Ja. Jetzt für die Kinder. Okay, eine 1 für die Kinder. Du gehst gleich hier hoch. Verdient. Jetzt kommt Karotte, absolut verdient. Nächste Karte für Go Walter. Die Stars. Go Walter. Nein! Tim, Hände. Tim, die Hände an Körper. Blub. Ich hab so einen breiten Körper. Bye. Tschüss, ich bin weg. Ich hab's gewusst. Das ist unmenschlich. Ah! Ja! Das selbe Loch! Oh Gott. Dasselbe Loch zum dritten Mal. Unfassbar, ist noch nie passiert. Flop, hat man flop, noch nie. Flop, nee. Flop. Ich hätte nie gedacht, dass das ZDF unfassbar. Mich durchfallen lässt, aber gut. Jetzt bist du ganz allein. Aber so. Du fällst weich, Walter. Wiedersehen. Und zwar wirklich, bis gleich. Einmal schauen wir uns die Zeitlupe an. Walter Sittler, Freiflug. Und Erei hinten. Ne? Dein Gesicht.
Bei Tim ist doch schön zu sehen, dieses Gefühl, wenn die Anspannung nachlässt. Wahnsinn. Ja. Als ob 100 Steine von seinen Schultern gefallen. Was? Ja. Was tut sich da unterhalb des Gürtels? Nicht. Aber gut, komm. Karte für die Kinder. Ja! Ein Schritt. Wer läuft? Ich. Ja. Nein, die ist so wackelig. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da drauf gehen will. Riskierst du oder ich? Ich weiß nicht. Du. Nein, Schnickschnack Schnuck. Mit Brun oder ohne? Ja, mit Schnick, ist, also für euch ist fast ein bisschen wurscht. Hallo, hallo, hallo. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ja, Papier okay. Hüllt Stein ein. Jetzt müssen wir ich hasse gehen. Es. Lustig. Wir werden die Regeln aber interpretiert. Darf ich kurz gibt das eigentlich auch drei Karotten? Also bitte? Ich meine, gibt es auch drei Schritte? Nein, es gibt zwei oder eins oder Karotte. Und hier ist das nächste für, ja, nur noch Tim Melzer. Hm. Zack, einer. Andersherum! Andere? Da, ich war jetzt alle ganz an. Tim! Ich fall jetzt runter. Keine Karotte. Keine Karotte! Ich hab so eine Befürchtung, weil wir alle drei schon Karotten gezogen haben, dass irgendjemand denkt, wir würden hier muscheln. Deshalb hole ich mir mal kurz ein Kind aus dem Publikum. Darf ich das? Ausnahmsweise. Wer hat Lust, die nächste Karte zu ziehen? Wer hat Lust, die nächste Karte zu ziehen? Pillen. Wie heißt du? Ja. Lotta, Scheiße. Komm mit, Lotta. Bringst du uns wie alt Glück? Bist du, Lotta? Sechs Jahre. Oh. Lotta ist gut. Sechs. Hab ich Lotta! Das ist ja. Judith. Hallo, Lotta. Das ist die Judith. Hi. Und das ist die Faye. Hallo. Lotta, kurze Frage. Bringst du eher Glück oder Pech? Glück. Glück. Lotta? Glück. Ja. Lotta, hier oben, oh kennst du mich? Okay, jetzt kommst ich bin dein Lieblingsfernsehkoch. Der uns heute Abend das Abendessen zubereitet. Lotta ist neutral. Ja, Lotta zieht. Fragen wir mal, wie lange? Du darfst ein Leben lang bei mir umsonst zum Essen kommen. So viel zur Neutralität. So, Lotta, du ziehst die oberste Karte. Die ist aber süß. Und drehst sie um zu der Kamera. Und okay? Sie ist nicht schuld. Ja. Sag mal nochmal, Tim, du hast gesagt, sie darf bei dir ein Leben lang umsonst essen. Wenn diese Klappe sich nicht öffnet. Ach so, okay. Den Satz habe ich irgendwie nicht gehört. Komisch. Wenn die Klappe sich nicht öffnet. Okay. Achtung, Trommelwirbel. Oh. Lottas Auftritt. Oh. Nein! Nein! Einer von uns steht weg. Ja. Sekunde. Ja. Bleib mal hier, wir wollen gucken, ob... Und wenn du mich nicht so gut findest, dann beim Händchen. Achtung. Ich gehe. Lotta. Lotte, ne? Lotta. Lotta, bitte. Lotta. Guck, das geht. Lotta. Nein! Lotta! Ganz essen! Ein Leben lang umsonst essen bei Tim. Hör mal, da hast du jetzt aber was gewonnen. Okay. Gratulation. Ist ein ganz toller Koch. Ein Leben lang bei dir essen. Ein eigenes Restaurant. Ein Leben lang. Möge das ganz lange sein, das Leben, Lotta. Ja? Ich heb dich mal runter wieder. So. Tim! Wo sind das die Eltern dazu? Nein, die Mutter. Wo, leben Sie hier in wir Köln? Wir hoffen oder? Mal, dass Oliver und Annika nicht in Mönchengladbach drin sind. Also fürs erste Essen bei Tim in Hamburg übernehme ich die Reisekosten. Okay? Und danach? Und danach er, ja? Das ist aber ein rausgehauen. Gilt das auch für Ihre Mutter? Ja. Nee, eben nicht. Ich bin ja clever. Das gilt nur für die Lotta. Die Mutter muss voll zahlen. Okay, so. Beim ersten Mal nicht, aber danach. So, hier sind die Karten. Warum schwitzt man eigentlich, wenn man sich nicht bewegt? Das ist mir gerade ein Rätsel. Weil man Angst hat, genau wie du. Ja, das? Das ist eine Karte für Tim Melzer. Oh, nein! Das gibt's doch nicht. Das ist aber viel Karotte. Ja. Wuhu! Oh.
Weiter geht's. Jetzt die Karte für die Kids. Tim, du kannst dich ruhig draufstellen, Tim. Ja, sicherlich. Es gibt eine Minute zwischendurch so ein Entspannungsgefühl, wirklich. Hier ist die Karte für die Kids. Einen Schritt. Danke. Dann kommt hier die nächste Karte für Tim Melzer. Zwei Schritte. Ich hab Kinderhunger. Dann kommt hier die nächste. Oh, ich hätte so gerne eine kleine Schwester, die würde ich den ganzen Tag malträtieren, ernsthaft. Okay. Mit Liebe. Liebe. Mit Liebe. Keine Karotte. Dann kommt hier die Antwort aller Schwestern dieser Welt. Die Karte für Tim Melzer. Jawohl. Unfassbar. Das Spiel läuft nicht so gut. Bitte? Ja, pass mal auf. Kinder oder Stars oder spielen wir weiter? Lotti Carotti. Ja. Die dicke Wurst kommt Schiss hier nicht raus. Ja. High five, endlich. Ja. Du hast gewonnen. Ja. Die Kids haben gewonnen. Alles nur Glück. Guten Tag. Hallo. Hast du wehgetan, Walter? Ja. Nein, ich hoffe mir nur noch, dass eine hohe Punktzahl ist. Ja, ich weiß, wie es euch geht. Ja, will einer von euch mit mir auf den Buzzer drücken? Ja, eine Sekunde, Faye. Oder mach das erstmal. Mach erstmal, ja, genau. Okay, wir wollen ja sehen, wie viele Punkte oder das von dir recht. Okay, ja, alle zusammen. Genau, komm mal alle. Drei, zwei, eins. Oh. Nein. Sechs Kinder! Komm zu uns. Nimm Platz hier. Nimm Platz. Tim, jetzt mal ganz ehrlich. War das mit dem Schiss in der Buchs, war das gespielt? Oder? Du kriegst wirklich Schiss. Das sind nur 2 Meter, aber du hast es ja nicht unter Kontrolle. Du springst nicht selber ab, sondern wartest auf den Moment, wo es losgelassen wird. Okay. Und ich traue eh nicht so Dingern, die so fragil gebaut sind. Ja, auch das ist ganz gut. Ja, aber gut. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Olli, du? Wir haben einen Fahrstuhl, der hat eine Maximalbelastung von 150 Kilo und der ist mit mir alleine stecken geblieben. Von daher. Hier ist der Spielstand nach 6 Spielen. Die Stars führen noch, aber nur noch mit 11-9. Ja! Das kann noch getoppt werden. Das kriegt ihr noch hin. Die Kids rücken näher. Und hier kommt Spiel 7. Bei Zobabo geht es darum, richtig einzuschätzen, wie viele verschiedene Tiere auf ein Floß passen. 10 Tierkarten werden verteilt und die entsprechenden Tierfiguren zugeteilt. Die Spieler müssen nun Runde für Runde einschätzen, ob ein weiteres Tier komplett auf das Floß passt. Tippen alle mit Ja, kommt ein weiteres Tier hinzu und die Spieler schätzen erneut. Tippen einige mit Ja, andere mit Nein, wird aufgelöst. Alle Spieler, die auf Ja gesetzt haben, müssen nun unter Zeitdruck versuchen, sämtliche Tiere, ohne sie zu stapeln, auf dem Floß zu platzieren. Haben sie dies geschafft, bekommen sie Punkte. Schaffen sie es nicht, gehen die Punkte an die Gegner. Wer nach 6 Runden die meisten Punkte hat, gewinnt. Zobabo, bei uns spielen Oliver und Walter. Und es spielen Eni und Annika. Kommt mit nach vorne, denn so sieht Zobabo bei uns aus. Kinder auf diese Seite. Große Kinder auf diese Seite. Moment. Vielleicht. Wir können über Wasser laufen. Ihr könnt über Wasser laufen. Ja. Das hat ja bislang nur einer geschafft. Gut. Erfolgreich zumindest. Versucht haben es einige. Ich sag euch mal die Regel. Die Teams stellen abwechselnd Tiere auf diesen Steg, auf dem ich jetzt gerade stehe. Denkt ein Team, dass die gewählten Tiere nicht mehr in das Floß passen, beendet es die Runde. Das andere Team muss nun zum Beweis alle Tiere flach in das Floß legen. Gelingt ihnen das innerhalb von einer Minute, dann haben sie gewonnen.
das Team, das es dann geschafft hat. Diese 6 Tiere stehen schon. Hier hinten stehen bunt gemischt weitere Tiere. Ihr könnt spielen, von wo ihr wollt. Aber abwechselnd müssen die Teams ein Tier auf den Steg stellen, damit er nachher im Floßplatz, auf dem Floß platziert werden kann. Die Kinder beginnen. Und deshalb heißt es auch jetzt, das Spiel... Jetzt geht's noch nicht auf Zeit, ne? Nein. Okay. Die Schlange. So. Wichtig ist nochmal der Hinweis, Kinder haben schon gespielt, jetzt ihr. Im Floß müssen die Tiere liegen, nicht stehen, so wie jetzt. Also, was traut ihr euch? Ja, immer mal raus hier mit dem Tier, ne? So, dann seid ihr wieder dran. Ihr nehmt das Schwein. Die bauen lassen oder nicht? So. Nur zur Erinnerung, welches Team glaubt, dass nicht mehr geht, sagt besser Stopp. Aber wenn noch was geht, geht noch was. Eins machen oder nicht? Einer geht noch, ne? Der Klassiker. Ja. Einer geht noch rein. Könnt ruhig laut miteinander reden. Okay, das tun. Ihr wollt noch ein Tier legen, ne? Ja. Eins gut noch. Ist nicht. Nein, gut ist nicht. Lass sie doch nicht. Lass doch eins noch. Eins noch. Wir haben einen Hasen. Schwein noch mal. Noch ein Obwohl, Hasen. Na, okay, also. Nehme ich noch einen Hase. Hase ist der Schwarze. Ja, der schwarze Hase. Das wissen Hase. Wir. Den kennt man ja. Jetzt, wo ich es gesagt habe. So, dann seid ihr wieder dran. Ja. Ich denke mal. Ach, Kinder, zeigt uns doch mal, wie das auf dem Floß okay. So geht mit so einem Tier. Die Schlangen müssen übereinander. Moment. Also, wenn wir Moment. Sagen, wenn wir jetzt Stopp sagen, was passiert dann? Da müssen die jetzt bauen. Dann gebe ich ein Kommando und haben die Kinder innerhalb einer Minute die Gelegenheit, diese Figuren aufs Floß zu legen. Schaffen sie es, haben sie gewonnen. Ja. Okay. Ihr sagt keins mehr. Das heißt, ihr seid am Zug. Anfangen. Ihr müsst die Tiere reinlegen ins Floß. Denkt dran, nicht hinstellen wie jetzt, sondern hinlegen. Leider. Dann läuft, dann läuft die Minute... Ab jetzt! Am Anfang Tempo machen. Richtig Tempo machen. Richtig Tempo. Pass locker. Doch, gut, dann gewinnen wir. Genau. Oh ja, passt. Noch 40 Sekunden. Noch 33. Scheiße. Ah, okay. Gut. Ja. Dann kommt ihr rüber. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super. Ja. Moment, geht ja, das war das erste Floß. Wirklich? Geht ja noch weiter. Aber kann man sagen, dass ihr euch leicht verschätzt habt? Ja, man wundert sich halt, was so alles auf so ein Floß passt, ne? Ja. Mann, ich dachte, der Elefant wäre größer. Aber ja, ist richtig. Ja, das Schöne ist, es wird jetzt nicht mit demselben Floß weitergespielt, sondern jetzt stehen hier vor einem anderen Floß. Ja. Völlig veränderte Grundkonstellation. Nicht mehr 6 Tiere, sondern es sind bereits 8 Tiere dort. Eben haben die Kinder angefangen. Jetzt beginnen die Stars, Walter und Oliver. Auf geht's. Das zweite Floß wird gebaut. Immer nur ein Tier, ne? Wir können nicht mehrere jetzt schon direkt reinhauen. Ein Tier. Jetzt Tier pro Tier. Gut. Ja, darfst du mir geben? Dann kommt von den Kindern die Schlange. Dann sind es jetzt schon 10 Tiere. Wir sind Schlangenfans. Ja. Ja, die Schlange ist immer schön schwer. So, bitte. Eine weitere Schlange. Ihr wisst, wenn ihr dieses Floß verliert, ist schon vorbei. Dann ist schon vorbei. Ja. Wie viel Zeit haben wir? Ja. Best of 3. Auf Floß geht's los, kann man sagen. Und wenn so, wir gleichzeitig, wenn wir alle... Machen wir noch einen Hasen drauf? Ja, alle, das wird nicht passieren. Also, wie viel waren eben? Gut. 10 waren drauf ursprünglich, jetzt sind es 12. Ja, eins machen wir noch, komm. Okay. So, und die Frage ist ja, ob es ein größeres Floß ist oder ein kleineres. Das ist ein kleineres. Ein Schwein? Ja? Ja, würde ich sagen. Ihr... Im Schätzen hat es ja bisher so gut geklappt. Was sagst du? Jetzt sind wieder die Stars dran. 13 sind es. 13?
So ein bisschen dieses Spiel, wo man als kleines Kind Rundes ins Eckige reinhämmern muss. Ja, also ich, das habe ich nicht geschafft. Ich würde die Tiere schon irgendwie reinbekommen, aber... Ja, quetschen gilt nicht. Gilt ja nicht, das ist das Schlimme. Entscheidung? Noch ein Tier? Ja, eins nehmen wir. Dann besteht aber Gefahr, dass die Kinder sagen, das wollen wir sehen. Das, ja, dann ja, ist das, das so. Das würde ich gerne sehen. Dürfen wir. Wollt ihr noch eins setzen, weil ihr glaubt, ihr kriegt sogar noch eins unter? Wie viele sind das jetzt? 14 Tiere. Sehr viele. Okay. Oder wollt ihr lieber... Aber die essen sich ja auch auf dem Floß und dann werden es weniger. Wollt ihr die Stars lieber sehen, wie sie das zusammenbauen? Ihr habt ja schon eins gewonnen. Ich will euch aber nicht beeinflussen. Ich will noch einen. Sollen wir es noch mit dem Fuchs probieren? Na komm. Hase. Oder? Hase. Oder? Hase. Okay. Oh. Warte. Warte. Annika, ich will nicht aus dem Publikum helfen. Die Kinder sollen ruhig selbstständig falsche Entscheidungen treffen. Ja. Nein, was wir nehmen keins mehr. Stopp. Das müsst ihr uns jetzt erstmal zeigen. Easy. Ja. Die Kinder nehmen keins mehr. Moment. Walter, Moment. Anni? Dann läuft eure Minute jetzt. Hier, Walter, ich greife einfach mal rein. Ne? Ja, regnet. Guck mal, die Taktik ist vielleicht gar nicht schlecht. Walter, pack doch mal ein bisschen zügiger hier. Leute, hier kommen die Tiere nur so reingeflogen in die Arche. So. Leute, die passen ja locker rein. Ich würde sagen, hier ist genug Platz für alle Tiere, ne? So. Noch 30 Sekunden. Ja, die Zeit haben wir. Olli, da ist noch eins. Die Zeit. Ach so, da ist auch das Kamel. Ach, ist das nicht Zigarettenwerbung? Naja, gut, komm. 20 Sekunden. Ist drin, danke. Alle drin. Das hat geklappt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Tiere sind schon da. Das entscheidende Floß. Die Kinder beginnen. Jetzt. Warte, ich mach einen Mittler. Schaf. Schaf? Das ist genauso groß. Das ist wie ein Elefant. Dann nie ein Pferd. Das was rein. Gib her. Okay. Was ist das denn? Wir sind wie Bauarbeiter. Okay, ihr dürft euch Tiere holen, wo ihr wollt, ne? Ja, ich pack hier mal schön schwere Tiere mit rein. Oh. Mäh. Fuchs. Da ist jetzt wohl. Fuchs und Anna, wir müssen deine Schlange reinbringen, unbedingt. Das sind schon 13. Aber der Löwe will da auch mit rein. Löwe 14. Okay. 15. 15 mit der Schlange. Anni? Es ist ein anderes Floß. Und ob das es größer Nilpferd oder kleiner hat ist. Richtig Spaß mit dem Löwen. So. Weiter geht's. Ja, aus dem Alter, dass ihr darüber lacht, seid ihr doch schon raus. Ja. Nein, das fängt jetzt gerade erst an. Dann ist meiner Meinung nach Schluss. So, jetzt lassen Sie mich. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Ja, was sag ich dir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ist das Floß kleiner oder größer? Das ist kleiner und deswegen bauen die Kinder das jetzt mal uns zusammen. Schmeißt rein und ich... Moment, Ich baue auf. Okay. Eine Minute für die Kids. Moment, ruhig bleiben. 17 Tiere, Ruhe bewahren, es Tempo. Geht. Ich kann euch nur raten, hier hilft Beeilung. Ja? Mhm. Die Minute läuft jetzt. Weiter geht's. Schwung, weiter. Da würde ich jetzt keine Pause machen. Noch 45 Sekunden. Es wird eng. Weiter rein müssen Sie sowieso. Noch 30 Sekunden. Da hinten ist noch Platz für was Größeres. Ja, guck mal, da hinten ist noch ein großer Platz. Ja, da würde ich nicht so was Kleines hin tun. Mach hier das Schaf. Hier vorne der Fuchs vielleicht. Noch 10 Sekunden. Den Fuchs da. 4, 3, 2, 1,
leider ganz knapp nicht geklappt. Probiert doch mal, ob ihr es zusammen schaffen könntet. Die Stars haben es gewonnen. Ob es überhaupt möglich gewesen wäre. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Aber ich meine, jetzt mal hier ein bisschen, wie auf so einem normalen Schlachthof, mal ein bisschen Stimmung hier machen. So. Das passt wirklich nicht. Gib mir den zweiten Fuchs. Den zweiten Fuchs. Es würde mich jetzt nur mal interessieren, ob es... Ja, Kinder, nicht nur gucken, auch mal mitmachen, ne? Das ist ja hier... Aber ja, wir haben gerade schon die Arbeit. Ja. Und wir haben das Vergnügen gehabt. Vielleicht. Ja, es also, geht, ich glaube, es geht aber. Ja, aber das ist... Na, warte mal, hier. Du, Olli, ach, da liegt mal noch eins. Ich wollte gerade sagen, ich habe da noch was für euch. Bitte sehr. Ja, wie kommt denn das Schaf hier jetzt auf einmal rein? Das bin ich. Ist das okay, wenn du schwimmst? Wow! Also, alles klar. Das ist ja kein Problem. Dein Löwe fällt raus. Hast du gemerkt, dass es ein Löwe ist? Das ist, ja, man kann hier mit der Schlange, wenn die beiden sich zusammentun, dann ist er... Also, ich sag mal... Ich glaube, ich könnte das noch stundenlang spielen, aber es wird sehr, sehr eng auf dem Floß. Guck mal, also wenn man sehr genau baut... Ja, gibt es eine Auflösung? Es geht. Mist. Komm, Walter, dann bau schnell fertig. Dann. Ja, Walter, das will ich sehen. Wir brauchen Faye. Gehst du schon mal zum Würfel? Ja. Ich muss erst mal den Dicken unterbringen hier. Drei Punkte für die Stars. Ja. Kann man machen. Hey, es war eben schon richtig, hier mit dem Ding. So, jetzt. Ja. Hier, in der Zwischenzeit. Ich spiele gerne, ja. Ich sorge mich nicht mehr um den Fortbestand der Menschheit. Walter Sittler und Olli. Ups. Ja, Olli, ob sie dich auf der Arche nur mitgenommen hätten, da bin ich nicht ganz sicher. Alleine hätte ich da auch so wenig Spaß. Ja. Ist gut, dass du das sagst. So. Aber schön, gewinnen alleine reicht dir nicht. Ich will es noch zeigen, dass es richtig geht. So, dann der Spielstand zwischen den Stars und den Kindern. 14-9 für die Stars. Aber wie gesagt, wir sind auf der Zielgeraden. Das nächste Spiel, das wir hier spielen, heißt Hamsterrolle. Das ist die Hamsterrolle. In diesem Spiel sind Geschicklichkeit und Augenmaß gefragt. Die Spieler haben eine Reihe von Spielsteinen vor sich. Sie müssen versuchen, alle Spielsteine in der Hamsterrolle abzulegen, ohne dass Steine herausfallen. Die Steine, die herausfallen, muss der Spieler erneut spielen. Der Spieler, der zuerst alle seine Steine im Hamsterrad untergebracht hat, gewinnt das Spiel. Yes, gewonnen! Also, kann ich euch sagen, Hamsterrolle, ein großes Spiel, ist ein bisschen tricky und es geht manchmal ganz anders aus, als man denkt. Ich kann euch sagen, es spielen Tim und Judith und Eray und Kim bei den Kindern. Und so sieht Hamsterrolle bei uns aus. Am besten, ihr geht gleich auf die andere Seite. Bitte, geht ihr rechts rum? Ja. Hier sind die Regeln. Die Teams legen abwechselnd je einen Stein in das große Rad. Der neue Stein muss den vorherigen überragen. Farben dürfen sich in keinem der Fächer doppeln. Alle herausgefallenen Steine muss das aktive Team an sich nehmen. Ist ein Team alle Steine losgeworden, hat es gewonnen. Das ist Hamsterrolle. Es beginnt in diesem ersten Feld, in dem orangen Feld, das ist das Startfeld. Ihr müsst daran denken, das ist der Hamster, der ist auch lose. Also wenn sich das Rad bewegt, dann fällt der irgendwann. Aber ihr könnt ja erstmal loslegen. Die Kinder spielen auf der Seite, Judith und Tim spielen auf der Seite. Und weil die Kids nach wie vor hinten liegen, beginnen sie. Stopp! Das Spiel! Judith, darf ich? Ja. Möchtest du? Ihr dürftet jetzt keinen gelben nehmen. Dürfen wir nicht? Doch, also... Dann müsstest du ihn aber ins nächste Fach legen. In einem Fach immer nur jede Farbe einmal. Naja. Und wenn der umkippt?
Alles, was rausfällt, während du spielst, ist dein Stein, kommt zu dir, musst du weiterspielen. Der hat aber keine besondere Bedeutung. Nö. Ich sag mal, der ist von der Form her besonders ungünstig und vom Gewicht her auch. Mhm. Reden wir jetzt über den Stein oder über Tim? Nein, erstmal locker. Tim, du machst das sehr, sehr gut. Ich wollte nur mal einen doofen Spruch machen, ist mir gelungen. Danke, tut mir leid. Ich würde auch gerne einen Tag abwaschen bei dir. Ja, aber warte, wenn das jetzt so ist. Ja, ja. Wenn das sich dann dreht. Warum? Wenn das sich dreht, dann rollt es irgendwo. Man kann es auch einfach drauflegen und am Anfang erstmal gucken, wie sich das alles hier entwickelt. Ja, dann macht so. Ja, der ist nicht wichtig, der ist nicht eingeklemmt, ne? Hier oben. Nein. Mein Gefühl ist, du musst ein neues Fach anfangen. Ja. Guck mal, der ist sicher. Ganz schlecht. Wo? Der ist sicher jetzt. Erstmal, der geht mindestens noch bis hier oben hoch, ohne dass er fällt. Ja, ich dachte, ich leg jetzt den, dann können wir erst mal ein bisschen bauen. Ja, aber mit dem Kleinen passiert nichts. Tim möchte Druck ausüben. Judith, das ist mutig gewesen, den so reinzuknallen. Wahnsinnig. Das ist jetzt nicht bedeutend, das kann nachher den Unterschied ausmachen. So. Ihr seid dran, auf geht's. Dürfen wir kurz testen, wie breit das ist? Achso, na breit, das passt schon. Von der Breite her passt das. Da vertraue ich dir jetzt einfach. Einfach vorsichtig drauflegen, die Nächsten können schon den nächsten Spielstein vorbereiten. Okay. Ja, halt. Tim? Hoppala, 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 hoppala. Ja, geht. I like. Tim entscheidet sich kurz um. Ja. Ja. Könnte ich auch einen auslassen? Ich glaube, der Blaue ist nicht schlecht, Tim. Hier oben einen hinsetzen. Na klar. Also, was du willst. Tim, aber wenn du jetzt den Blauen drauflegst, dann müssen sie ja eins weitergehen und dann fällt der runter. Ist viel geiler. Ich setze oben einen drauf und dann kommen sie drüber nicht an. Das darf man nicht. Aber wie geht das denn? Und was sollen wir dann machen? Da kriegt ihr Hilfe von mir. Gut. Wenn der jetzt runterfällt, ich lach mich kaputt. Das geht schief. Nein, das ist super. Sehr gut. Fantastisch. Wir können das aber auch. Du musst nichts können, du musst es nur verstehen. Nein, leicht. Leicht. Die haben nämlich. Ja, aber. Die haben keinen leichten mehr. Ja, Moment, aber grün dürft ihr nicht nehmen, weil grün liegt in dem Fach ja schon drin. Orange ist leicht. Hast du Orange? Orange ist der nächste leichte. Wenn das von der Größe nicht klappt, dann. Dann was? Dann helfe ich. Ha? Ha? Dann hilft Olli. Ja, aber. Ach, da darf er hin. Ja, Olli, Papa. Ah, daran habe ich nicht gedacht. Wir legen noch weiter drauf. Ja, nein. Jetzt guck ihn dir an, du. Gut, liegt. Sehr gut. Sehr gut. Orange darfst du nicht, weil Orange liegt in dem Fach schon. Jedem Fach, jede Farbe nur einmal. Ja, aber ich darf das nächste Fach nehmen, oder? Ja, das ist allerdings lustig. Ich bin okay, es gibt keine Chance das mehr. Macht. Das wird dann schalten. Nee. Wenn du den jetzt ein bisschen da hinlegst, aber das Rad wird sich jetzt viel bewegen. Da hatte ich einen Denkfehler. Ja, dachte, ich bin clever, aber die Kleinen sind schlau. Ich habe auch gerade gemerkt, dass wir sehr doof sind. Ja. Aber wissen wir ja noch nicht. So. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie ein Runder denn da funktionieren soll. Oh, Judith, was Rundes? Bist du wahnsinnig? Der fällt runter. Das muss aber zum. Warte. Judith? Also, ich würde auch von hier sagen, das könnte wegrollen, aber ich bin sehr gespannt. Ja, das ist gut, Judith. Sehr vielleicht. Gut. Mit so. Ich helfe dir gerne runter. Dankeschön. Super gut. Dann ist hier ein bisschen was dazugekommen bei Firma Star. Ihr seid dran. Eray, ihr seid dran. Orange. Hast du aber ein bisschen grob fallen lassen. Was? Das ich habe versucht. Ach, der Orange darf ich gar nicht, ein bisschen runtergeht, weißt du? Ja, ich weiß. Das war auch eigentlich nicht falsch. Vorsicht. Ja. 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 Oh, das bewegt sich noch nicht mal. Das ist allerdings... Die schlechte Nachricht ist hier links, ne? Das wisst ihr. Ja. Ja, der Hamster, dann wäre das andere doch schlimmer. Hau den Lukas, komm. Ja, die müssen ja auch noch dann. So, eben. Jetzt kommt der Hut zu uns. Das könnte klappen. Ja. Langsam fallen lassen. Legen, meine ich. Das andere Wort für langsam fallen. Jetzt Achtung. Jetzt. Nee, es hält. Go, Judith! Go, Judith! Go, Judith! Go, Judith! So. Was macht ihr? Das ist schon. Das nächste. Blau. Warte mal, was ist kleiner? Rot. Warte, was ist kleiner? Ja, aber das wiegt mehr. Trau dich. Auf geht's, nach oben. Wer ist dran? Wer du legt? Du bist du. Ah, ja. Ihr könnt auch zusammen hochgehen. Ja. Vielleicht hilft das. Ich höre gerade, das hilft nicht. Nicht. Ja? Warum denn nicht? Und einer könnte sich auch am Rad festhalten. So. Jetzt. Da hast du eine Chance, ne? Die Steine sind ja nicht so schwer. Ganz vorsichtig, vorsichtig. Weiter rüber erst noch. Jetzt kannst du ja schon ablegen. Vorsichtig ablegen. Gut, vorsichtig ablegen. Nee, tu's. Loslassen. Du musst loslassen.
Der Junge ist gut. Nein! Ah! Oh nein. Jetzt, na gut, das war ganz knapp. Ihr habt den Hamster. Ja, ja, das rollt runter. Und ja, ihr seid, ihr seid dran. Lass uns den erstmal loswerden, oder? Der ist jetzt mag ich den Hamster. Du meinst jetzt die Rolle? Ja. Genau, jetzt schön. Nicht? Weil diese schwer unterzubringen ist. Nee, ist gut. Oh, oh. Es wird euch noch selber wehtun. So, ihr könntet jetzt versuchen. Den grünen ja. Fisch, oder? Ja, grün. Ja, du darfst ihn nicht einklemmen, das ist das Problem. Nein, machen wir ja auch nicht. Das ist das nächste. Nix in das nächste. Nein, unten, unten. Nein, unten. Da durch. Wie denn? Da drauf. Nein, hier durch, hier durch, hier durch. Nee, es muss höher sein. Es muss höher sein. Das geht. Okay, das geht. Jetzt aber den nehmen. Ich glaube, du kannst das nicht. Weil was passiert? Der ist okay. Wenn der bis hier hoch geht, ist der safe. Aber die haben noch alle großen. Ja, ja. Da ist safe, da passiert nichts. Oh, den gelben da drauf. Den gelben? Ja, aber den. Oh, meinst du? Ich würde es machen. Und legen. Und ihr bereitet euch schon vor auf den nächsten Stein. Das ist gelb, das ist ein schwerer Stein. Da kann sein, dass sich das Rad schön bewegt. Schön hinten ran. Das damit ist aber ganz schön schräg hier. Ja, ja, aber schön ran. Deshalb ist ja der Schwere jetzt gut. Weil jetzt sein Eigengewicht mitbringt. Das läuft, Judith, das läuft. Nein, es läuft nicht. Ablegen, ja. Hä? Ja, alles gut. Ja. Und, nehm ruhig ein Schwert. Hier, Kim. Grün ist schon drin. Da, ich hab den da. Der ist auch schwer genug. Okay, gut. Guck mal auf die Rolle da. Ich weiß es. Ah, ist so ein bisschen verkantet. Okay, gut. Ja. Ihr seid dran. Ihr könnt also orange rausschlagen. Oh. Aber nach Lotte Möhrchen ist ja eh nicht mehr viel los. Den kannst du hochkant auch stellen, ne? Wenn du willst. Muss so. Er aber nicht. Und dann können sie ja sozusagen nicht mehr darauf stellen. Dann müssen sie, weil muss ja höher sein. Ja, das machen sie schon. Andersrum. Ja, ja, hochkant ist gut. Flach auf den nächsten hochkant. Warum? Nee, so anders. Anders, hoch jetzt. Nee, auf den nächsten. Ach, da oben. Und dann hochkant. Ich finde das auch ganz geil hier. Ja, aber da ist das ganz Risiko geil, sehr groß. Ja. Aber wenn du es da oben drauf machst, hochkant, haben wir kein Risiko, aber der nächste hat ein Riesenrisiko. Meinst du? Ja. Frau Rakers, hochkant, hochkant. Frau Rack, was ist denn hochkant? So. Ich weiß das. So. Männer halt. Ja, aber dann fällt das doch, oder nicht? Nein, niemals. Oder? Das hält nicht. Schei. Ja? Hast du gefallen? Loslassen, loslassen. Nein. Doch. Ah, ich wäre auch diskutierbereit. Mann, ja, willst du nochmal einsetzen? Nee, ich hab einmal nachgebessert. Können wir tauschen? Moment, den Kindern einen Elfmeter geben jetzt. Ich habe einmal nachgebessert. Ich würde akzeptieren, wenn wir uns den Stein wiederkriegen. Sehr, das ist eine gute Geste. Kinder sind dran. Dankeschön. Ihr seid dran. Danke. Bitteschön. Ihr seid dran. So, jetzt ist ja wohl klar, was... Na klar. Was? Na klar. Das war ein Scherz. Na, Entschuldigung, lustig ist jetzt vorbei hier. Wer macht? Also ich, mein Gefühl ist... Wir gehen beide hoch. Ihr wisst schon, das hat einen Grund, warum der Onkel nur moderiert und nicht mitspielt. Ja, ich merk's. Gut. Vorsichtig einsetzen. Nicht. Ganz. Ich bitte, das hält. Vorsichtig einsetzen. Loslassen. Ja, 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 loslassen. Ja, ja, ja. Ja! 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 Ich kann ihn nennen. Der Rangel gar nicht. Der hält das. Boah, das ist krass. Ja, aber der rutscht runter. Guck mal, wir müssen was Schwereres nehmen. Was Schweres wollen die nehmen? Guck mal da. Mindestens, nimm den roten mindestens. Was? Willst du echt den orangenen nehmen? Meinst du, der ist schwer genug, dass er es runterdrückt, weil sonst rutscht der Orangene dir runter? Wenn der dir so runterrutscht, haben wir ein Problem. Jetzt wegen meiner Zunge oder wegen dem Stein? Warum? Soll ich? Wenn ihr das gewinnen möchtet, müsst ihr sowieso alle Steine schaffen. Ja, ja, klar. Aber es kommt ja drauf an. Und man könnte auch an den gelben denken, der da möglicherweise runterfällt. Jetzt gleich runterfällt. Möglich. 5, 6, 7, 8, 2, 4, 8, wir haben 5. Wow. Du bist wie der Letzter. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Erik, Erik, klar schaffst du das. Hast du eine Idee, wie? Ja, ja, wir wissen wie.
Leg das drauf. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist hochkant. Leg das drauf. Und loslassen. Pass auf, der Gelbe, der Gelbe, der Gelbe. Scheiße, der Gelbe. Der oh, boy. Ah. Oh, nein. Oh. Nein. Nein. Egal. Oh. Nein, das gibt's doch nicht. So kann's gehen. Schnell einsammeln, die Großen sind dran. Sag mal, der Spiel dauert länger, kann das sein? Ja, aber es ist schön. Ihr seid so dran. Nächster Stein setzen. Oh, am Blauen hält das locker aus. Wenn man den Blauen jetzt hochkant macht, dann müssen wir nicht rein. 6, 8, 2, 4, 6, 8. Frau Rakers ist eine kleine Drecksau. Die ist... Ja, ja, jetzt lass mal die Rolle laufen. Die ist mies. Du bist mies. Ja. Ist gut. Jetzt mag ist sehr ich gut. dich nicht mehr. Und schlau. Du mochtest mich noch nie. Das ist das gerade? Blauer Stein. Ja, sieht, von hier sieht es gerade aus. Ja! Kann sie also, okay, dann, damit bist du, okay, okay, damit okay, bist du gut gedient. Gib mir mein Geld. Ja. Komm. So, sitzt. Ja. Nächste, ihr seid dran. Ja. Das passt. Okay, orange hochkant, oder? Orange oder lila, den? Ja. Ja. Hochkant auf jeden Fall. Oh, das, der das könnte fallen. Zwei, drei. Mach lieber orange hochkant, Tim. Hm? Sicherer. Das kann man. Aber nicht wieder ablecken. Das ist eklig. Mhm. Das habe ich zu meiner Tante früher auch gesagt. Gott, Männer. Ja. Sehr gut. Warum hält der? Weil ich kann. Mhm. Passt. Ah, krank, krank. Die haben danach nur noch schwer. Judith, weiter geht's. Das sieht gleich schon, wir haben auch drei, schwere Steine. Ja, ja. Hatten wir nicht schon weniger? Ja, ja, mach. Ihr hattet schon immer so viele. Hm. Lass doch mal von vorne anfangen. Oh ja, gerne. Weiter geht's. So. Bitte. Judith? Nein, dann darfst alles du gut, das übernehmen. Ja, ist, einfach locker so drauflegen, Judith. Dann bleibt aber drauf, ganz lang. Ganz ja, locker so drauflegen. Langsam. Nee. Ja, okay. Einfach fallen lassen. So. Langsam lassen, Hände weg und dann lassen läuft das Ding oh, und nein, spielt hoch. Nicht immer so dieses Krawau. Oh nein, nein. Ihr seid dran. Leicht. Oh nein. Nein, du musst auch aufpassen. Guck so dir das an. Auf geht's, Kim. Einfach, es nützt ja nichts. Es müssen ja alle Steine gespielt werden, leider. Wir haben keine leider Chance. Oder liegt ihn flach hin? Läuft. Nee. Oh, oh mein Gott. Okay, krass. Und jetzt? Dreht sich. Passiert aber nichts. Ja, oh mein nix. Gott. Oh mein Gott. Ja. Lila kannst du, aber nur in das Fach darüber. Ja, und da hast du magische Kräfte für. Oder, wir haben ja nur lila, ne? Ne, ja, die hat noch blau und rot. Naja, aber das ist ja noch schwerer. Das ist schwer, loszuwerden. Ist Takt, ne? Warum nee, nicht in das du Fach. Nicht, nicht die gleiche darf Farbe ins Fach. Ah, das meinst du? Du dürftest rot drauf tun, aber... Ja, aber das hat die so gut gelegt. Ja, hast du gut gemacht. Wenn immer du den nächsten nimmst, dann geht das auf jeden Fall rund. Oh, so, genau. So, das ist oder wahnsinnig hoch, ne? Ja. Also die fallen auf jeden Fall. Das ist ja nur, ja, genau. Ja, gut, kannst, das wäre jetzt absichtlich fallen lassen, in der Hoffnung, dass es nichts mitreißt. Nee, ich glaube, der hält. Ich glaube nur, dass sich das dreht. Ach so, okay. Also wiegt es auch mehr. Oh! Aber das ist auch höher. Ja, da wäre der dicke Kegel gerade gefallen. Oder warte, Test. Loslassen? Noch nicht? Ja. Jetzt. Loslassen. Loslassen. Ja! Ja! Zwei Leichte. Zwei ja, Leichte. Ja, ah, ja, und der Hamster. Ja, und der Hamster raus. Oh, Hamsterfeld, Hamsterfeld. Na, 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 weiter, auf geht's. Okay, nein. Da kann zum Beispiel Blau noch auf. Ja, könnte, machen wir aber nicht. Aber es nützt ja. Oder legt die Rolle drauf. Ihr müsst ja irgendwas spielen. Nein, aber Rolle. Guck mal. Nee, das Spiel kann länger dauern, kann das sein, bis alle Steine weg sind. Ja, bis alle, weg sind. Alle Steine weg sind. Das haben wir schon geschafft. Leg den, leg flach, flach. Ja, so geht auch, so geht auch. Du kannst auch auf das Orange aber drauf. Das passt nicht. Das wäre die Alternative. Ja, das wäre die Alternative. Ja. Die bessere Alternative. Das kannst du auch drauflegen. Mach ich auch. Nee, da geht's nicht, es doch, muss höher sein. Ich will, nein, mach hoch. Nein, da muss es hin. Ja, ja, so, so. Ja, danke. Bitte sehr. Judith.
Judith, Orange. Ich kann wieder was drauflegen. Judith, Orange. Oder du könntest noch den. Also, Orange dürft ihr nicht. Warum nicht? Warum? Ist in dem Fach schon drin. Oder ins nee, Höhere. Ins Höhere. Also, da könnt ihr alles legen. Was haben die? Blau und Gelb. Ach, Judith, vier. Komm. Und Hamster. Vier. Eigentlich müssen wir was Blaues rein. Kinder haben noch vier Steine. Mhm. Ja, ihr könnt ja auch das probieren. Nein, acht. Mit dem. Zwei, vier, acht. Ich gehe jetzt Risiko, weil. Ne? Ja, richtig. Risiko ist immer no risk, no fun. Und dann würfeln die Kinder gleich eh nur eine Eins. Aber, aber nicht werfen, Judith. Das Fell? Okay. Der blaue Stein von Judith liegt lassen. Oh. Okay. Wahnsinn. Nee, Moment, ich sag mal, achso, du hast recht, dann leg drauf. Ihr habt ja nur noch gelb und blau. Nein, nach oben. Das passt da nicht rein. Tim, vorsichtig beim Legen. Und loslassen, musst auch du. Ich will aber nicht. Ja. Klappt doch. Tatsächlich. Ja, genau, gut gelegt, gut gelegt. Ja, ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das machen wir jetzt, damit sie... Ja, aber also sie können ja jetzt nichts mehr machen. Damit. Ja, was? Aber legen. Ja, keine andere Frage legen. Legen. Wir haben also nicht so legen sie rein, dann können sie nicht, müssen sie woanders legen. Sie können nichts Blaues und nichts Gelbes reinlegen. Ist richtig. Also das nächste Fach richtig. Vorausgesetzt, das bewegt sich jetzt nicht. Das ist mies, wir können nichts mehr legen in der. Doch, ins nächste Fach. Wir kommen im Leben. Wir kommen hier nicht dran. Ja, oder doch. Ja. 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 So. Jetzt räumen wir schnell auf. Ja, ja. Für. Ja, das Fach ist leer. Ist das? Nein, blau, nehmen blau, davon haben wir noch drei. Blau, ja, genau. Ja, das kann euch genauso treffen, kann ich dir nur sagen. Aber ich weiß. Gut. Nein. Ja, hält. Immer mit dem guten Gewissen. Das war aber jetzt. Riskant. Dicke Hose. Können wir den reinmachen? Das ist schwer. Ja, wunderbar. Ja, also den hätte man auch friedlich legen können. Hau den Kegel rein. Das war mutig. Aber den blauen und den gelben könnt ihr ganz gut oben drauf legen. Kegel rein. Wir sind nicht friedlich. Mach den Kegel rein. Ja, mach einfach. Dass ja, die loswerden müssen ihn sowieso. Ja, eben. Und dann sieht es auch schön aus, wenn es jetzt schief geht. Mach rein, komm, Tim. Oh, aber ihr habt noch nicht gewonnen. Zwei Steine habt ihr noch. Der ist schon schwer. Tim Melzer. Versucht's. Das kann. Jetzt fällt der Lila nicht. Okay, der fällt. Lass die helfen. Und loslassen. Und der Lila, der fällt. Einer fällt. Nur einer. Ja gut, viel kann er jetzt noch nicht fallen. Eray, vorletzter Stein für die Kinder, wenn es dabei bleibt. Vorsichtig drauf tun. Auf geht's. Vielleicht Unterstützung aus dem Publikum. Ganz vorsichtig. Bitte. Langsam. Noch nicht gewonnen. Ja, ihr habt noch einen Stein. 2, 4, 6, 10, 11. Eins für die Kinder. Schön. 11. Genau, ja, mach das hochkant rein. Ja. Hm? Ja. Okay. Mach mal den gelben. Was? Aber langsam. Egal. Können Sie das geht genau auf den... Hm? Ah ja, oder du machst das gelbe. Genau, auch gut. Ja. Dann fällt das grüne. Nicht gut. Schlechte Sache. Ja, wenn gelb, dann müssten die Kinder ins nächste Fach. Ja, aber, dann, aber es kann auch sein, dass der grüne fällt. Also es ist, ja, das fällt. Das fällt ist ja auf der gleichen hochgepokert. Höhe vielleicht. Die, das ist auf der Auffall. Ja, die, traust du dich das wirklich? Loslassen. Gezögert. Super, Tim. Oh. Super. Nächstes Fach. Da kommen wir nicht dran. Wir haben eh verloren. Ich komme, ja. So klein bin ich auch nicht. Stopp! Nein! Loslassen! Ja. Und die Kinder gewinnen! Oh ja! Ach, Manu! Kommt mit nach vorne! So. Auf geht's. Wie viele Punkte gab's für dieses Spiel? Versuch eine 6 rauszuhauen. Bitte. Auf geht's. Auf, ey! Sechs. Und es sind 4 Punkte. Ja, egal, wir können machen. Wir
Punkt. Oder gleich auf. Ja. Ein Punkt, glaube ich, noch. Ein Punkt. Ja, vier okay. Punkte für die Kids. Schaut mal auf unseren Zwischenstand. Oh. Und nur noch 14 zu 13 für die Stars. Und jetzt einmal durchschnaufen. Durchschnaufen vorm nächsten Spiel. Wir kommen auf die Zielgerade bei Das Spiel beginnt. Und hier im Hintergrund sieht man es ja schon ein bisschen. Tabaluga ist wieder unterwegs. Im nächsten Herbst sogar auf großer Tournee. Ja, und der Mann hinter und mit Tabaluga, der ist heute Abend hier. Aber nicht alleine, denn Peter Maffay und Uwe Ochsenknecht sind gemeinsam hier. Der Titel dazu, die perfekte Kombination. Herzlich willkommen, Peter Maffay und Uwe Ochsenknecht und Tabaluga und all die anderen. Jetzt kommt Spiel Nummer 9. Vorletzte reguläre Spiel heißt Double. Double heißt das nächste Spiel. Es geht um Reaktionsschnelligkeit. Jeder Spieler bekommt eine Karte mit Symbolen ausgeteilt. Der Stapel mit den übrigen Karten wird offen auf den Tisch gelegt. Jetzt muss jeder Spieler schnell erkennen, welches der Symbole auf seiner Karte mit einem Symbol auf der obersten Karte des Stapels übereinstimmt und das Symbol nennen. Der Spieler, der als erster das doppelte Symbol nennt, greift sich die Karte. Es wird so lange gespielt, bis keine Karten mehr im Stapel sind. Der Spieler, der die meisten Karten ergattert hat, gewinnt. Hier spielen Eni und Walter Sittler. Auf geht's! Das ist Double bei uns heute Abend im ZDF. So, einer hier, einer hier. Da erscheinen gleich Symbole. Und ihr müsst erkennen, welches Symbol auf beiden Feldern zu sehen ist. Und ruft das einfach rein. Okay? Ja. Ich erkläre die Regeln. Ehrlich? Alles klar? Ja. Jetzt kommen erst noch Regeln. Sobald ein Spieler ein doppeltes Symbol auf der Wand entdeckt, ruft er es laut aus. Oder sie. Für eine richtige Antwort erhält der Spieler oder die Spielerin einen Punkt. Ist sie falsch, bekommt der Gegner den Punkt. Der Spieler, der als erster 5 Punkte hat, gewinnt. Alles klar? Ja. Aber bis 5 zählen kann ich, ja. Ja, und das würden wir sogar für dich übernehmen. Konzentration auf die doppelten Symbole. Gleich reinrufen. Zum 9. Mal das Spiel beginnt. Herz. Herz war sie ein Tick schneller, stimmt das? Erster stimmt. Punkt für Eni. Blatt? Nee, falsch. Blatt ist falsch. Wo ist überhaupt ein Blatt? Oben ist ein Blatt, aber es gibt gar nichts Doppeltes. Das Team gibt es nur einmal. Richtig Flasche wäre die Babyflasche gewesen. Punkt für Eni. Danke. Weiter geht's los. Schildkröte. Ja. Schildkröte ist richtig, wenn es dann eine ist. Genau. 3 zu 0. Oh, das ist aber hier ein starker Vortrag. Das ist wie Memory. Ja, das ja ein bisschen wie Memory. 3 0 1. Mach mal die Augen zu, kurz. Ja, genau. 5 Punkte gewinnt. Schloss. Schloss ist richtig, Walter Sittler. 3 zu 1. Nächste Doppelung. Himmel, was ist denn das da? Schneeflocke. Schneeflocke ist richtig. 4 zu 1, Matchball, Eni. Lippen. Lippen ist richtig, Walter. 4 zu 2. Siehst du, ne? Der Mund. Ja. Konzentration. Nochmal Match bei Leni. Herrgott, nochmal. Zebra. Zebra ist richtig und Eni gewinnt das Spiel. Stark. Gutes Spiel. Hat sich sehr gut gemacht. Wow. Oh. Sehr gut. Dass er sich überhaupt zurücktraut.
Ja, gleich würfeln. Faye, jetzt wollt ihr es wissen. Eben stand es noch 14 zu 13. Hier kommt der vorletzte Würfel, dann das große Finale. Auf geht's. Das wird ein Fünfer. Ein Sechser. Drei. Drei. Eine Drei. Fast doch gut. Zum ersten Mal heute Abend gehen die Kids in Führung, denn jetzt steht es 16 zu 14 für das Team der Kinder. Und Olli, Tim, Achtung wie alle anderen, jetzt seid ihr gleich dran. Es geht weiter mit dem 10. Spiel, mit der Eselsbrücke. Wer das beste Gedächtnis hat, zeigt sich im Spiel Eselsbrücke. Es geht darum, sich eine Reihe von Symbolen mit Hilfe einer Geschichte einzuprägen. In der ersten Runde ziehen die Spieler drei Bildkarten und erzählen zu den drei Begriffen eine Geschichte. Jeder Spieler muss sich die Geschichte aller Mitspieler gut einprägen, denn einige Spielrunden später müssen sie die Begriffe und die dazugehörige Geschichte rekonstruieren. Für richtige Begriffe gibt es Punkte. Der Spieler, der sich am meisten Begriffe merken konnte, gewinnt. Bei uns spielen heute Abend Eni und Kim, Eni, die sich eben toll geschlagen hat, und Oliver Pocher und Tim Melzer für die Stars. Cool bleiben, wobei ihr könnt gleich aufstehen. Ihr liegt hinten, ihr fangt an. Kommt mit. Gut. Eselsbrücke, ihr bleibt noch sitzen. 2016. Ihr geht hier an diese Stele, Olli, ans Pult oder wie auch immer. Die Spieler merken sich Begriffe, die auf Karten zu sehen sein werden, und bauen eine Geschichte daraus. Die Spieler bestimmen selbst, nach wie vielen Begriffen die Geschichte enden soll. Also wenn ihr glaubt, mehr geht nicht, Schluss machen. Für jeden Begriff in der richtigen Reihenfolge gibt es einen Punkt. Bei einem Fehler endet der Versuch. Das Team mit den meisten richtigen Begriffen bei der Nacherzählung der Geschichte gewinnt. Eselsbrücke, das Spiel beginnt! Wir sehen jetzt mehrere Karten. Das ist eure erste. Okay, wir können ja mal anfangen mit der Geschichte. Naschkatze. Wir haben eine Familiensendung, Familienplanung. Die Schwangere geht nachts an den Kühlschrank und nascht. Ist unsere kleine Naschkatze. Das ist aber noch nicht die Geschichte, ne? Hm? Naja, das ist klar. Die Naschkatze muss das natürlich im Nachthemd. Die Naschkatze geht im Nachthemd zum Kühlschrank. Ja. Naschkatze, Nachthemd. Kühlschrank ist ja Naschkatze, Nachthemd, Kühlschrank. Dritter Begriff. Bitte. Ja, das ist klar. Nach der Hochzeit. Naschkatze steht im Nachthemd zum Kühlschrank. Es muss auch die Begriffe in der Reihenfolge, ne? Ja, da bitten wir aber herzlich drum. Ja. Nachthemd. Geht's in Naschkatze? Ja. Nachthemd zur Hochzeit, zum Kühlschrank. Und naja, das hat sie seit ihrer Hochzeit wohl nicht Hochzeitstorte, mehr gemacht. Hochzeitstorte. Da ist eine Hochzeit. Hochzeitstorte und wir machen Hochzeit. Naschkatze, Nachthemd, Hochzeitstorte. Okay. Bitte. Und da schlägt es 13, aber sowas von im Karton. Ist es Freitag der 13 oder nur 13? Oh, das geht aber. Ja, hallo, Freitag, hallo. Na, nur 13, es war 13 nur als Zahl. Freitag der 13. Jetzt war die ganze Naschkatze, Hochzeit, Naschkatze, Nachthemd, Hochzeit, 13 Peitsche. Naja, das ist 50 Shades of Grey, liegt da sehr nah. Sehr nah. Da freue ich mich, wenn die Kinder das nachher erzählen. Juhu! Ihr müsst ja eure Geschichte erzählen. Wir dürfen auch stoppen, ne, irgendwann. Aber sechs, ja. Aber sechs schaffen wir. Ich habe mal gehört, dass 7 die Grenze ist. Jetzt habt schon bei 2 bin ich raus. Naschkatze, Nachthemd, Hochzeit, 13, Peitsche, schlauer Fuchs. Nee, Naschkatze, Nachthemd. Ja, und es geht um die Geschichte, die ihr darum erzählt. Ja, ja. Ne? Was haben wir gesagt? 13, Peitsche, Fuchs. 13, wegen Peitsche, Fuchs, weißt du, hier. Schlauer Fuchs. Ja, muss ich sagen. 9. So. Okay, einen machen wir noch. Ja, das ist klar. Das ist relativ naheliegend, warum die da wohl mit der Peitsche ins Gefängnis kommen. Mhm, ja. Schlauer Fuchs, schlauer Gefängnis, 13 Peitsche, schlauer Fuchs, Gefängnis. Seid ihr durch oder wollt ihr noch einen? Wir lassen. Könnte ich noch, müssen wir abwechseln oder können wir insgesamt übernehmen? Ihr könnt die Geschichte gemeinsam erzählen, aber ihr müsst die Geschichte eben erzählen. Mit aber immer abwechselnd oder kann, wenn er es nicht mehr weiß, weiter? Selbst wenn ich sagen würde, immer abwechselnd, würde ich es ja doch nicht machen. Das stimmt. Also insofern ist es ein bisschen wurscht. Ein noch. Ein noch. Du kannst es. Okay, dann mach noch eins. 13, Peitsche, Fuchs, Gefängnis. Oh, Startschuss. Das war ein Startschuss in ein schlechtes Leben. So, danke.
Läuft. Jetzt ist aber gut. Wir stoppen. Bitte. Stopp für Oliver Pocher und für Tim Melzer. Jetzt erzählt ihr eure Geschichte. Die Begriffe kommen hoffentlich so, wie ihr sie gesagt habt. Und wenn ihr es bis zum Ende schafft, dann bekommt ihr die, ich glaube, 8 hattet ihr, 8 Punkte. Und dann haben die Kids die Gelegenheit, das besser zu machen, um das Spiel zu gewinnen. Wenn ihr es nicht schafft, seid ihr vorher raus. Bitte sehr. Warte, 13 Peitsche, Schlauer Fuchs. Ganz am Anfang war die Naschkatze. Warte, noch ganz kurz. 13. Es war mal vor nicht allzu langer Zeit eine junge Frau. Das war eine richtige Naschkatze. Achtung. Richtig. Die ist. Und weil sie das war, konnte sie nur im Nachthemd. Oder muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Nein, alles gut. Nur im Nachthemd. An den Kühlschrank ran. Ja, aber das war ja kein Wort. Das ist richtig. Aber eine schöne Geschichte. Aber in dem, eine sehr schöne Geschichte. Und in dem Kühlschrank war nämlich noch Torte von ihrer Hochzeit. Sehr schön. Oh, da hast du aber die Kurve doch gekriegt. Ja, aber gerade so. Die 13, ne? Das ist richtig. Genau. Wenn ich mich richtig entsinne. Und die haben geheiratet. Zweite. Ja, sehr schön. Ja, das war damals Freitag der 13. Nicht der schönste Tag. 13. Ja, genau. Und da kann sich noch ganz gut erinnern, weil in der Hochzeitsnacht hat sie immer so ordentlich die Peitsche bekommen. Das führte dazu. Hat sie gedacht? Das führte dazu, dass er sagt. Dass er gedacht hat. Pass auf, mit der Nummer kannst du aber direkt mal wieder ins Gefängnis gehen. Nee. Ah. Fuck off! Ui. Da bist du nicht so ein schlauer Fuchs. Also, 5 habt ihr geschafft. Ihr seid so schlaue Fuchs. Sehr gut. Nehmt Platz. Ja, bitte noch keine Sprichworte. Bekommen wir neue Bilder? Ihr bekommt neue Bilder? Leider. Ja, leider oder zum Glück. Nein, leider. Doch, wenn ich mir die Peitsche da so anschaue, bin ich froh, dass ihr neue Bilder bekommt. So, jetzt aber Folgendes. Ihr denkt dran, ihr denkt euch eine Geschichte aus, die kriegen wir schon mit und danach müsst ihr sie erzählen. Die Stars haben es bis 5 geschafft. Kleiner Tipp unter uns. Wenn ihr es ganz sicher auf 6 schafft, habt ihr schon gewonnen. Ja, Moment, noch nicht abklatschen. Erst spielen. Ja? Bitte sehr. Hier kommt euer erstes Bild. Ich mach den ersten. Nee, ich mach den Schule. Ja. Ich saß eines Morgens in der Schule. Okay. Da kam ein Clown vorbei. Sag. Der hat die Käsefüße. Okay. Und ein ekliges Monstergesicht. Okay. Ihr baut das alles in einen Satz, das ist gar nicht schlecht. Käsefüße. Er surfte nachts im Internet. Internet. Okay. Zusammen mit der Oma Lieselotte. Komisch, dass Omas immer Lieselotte heißen, ne? Wie viel waren das jetzt schon? Ich glaube 6. Okay, aber ja. Das, 6. Ist es also, das 6. Und der Fußballer schaute zu. So. Oh, das wären 7. Okay, ja, wir machen Schluss. Okay. Das wäre schon sozusagen aus. Für die ganz Großen. Reicht euch schon? Ja. Mhm. Müssen wir die klitzgleiche Geschichte nochmal erzählen? Genau so ist es. Ist das eines Mal? Also an der Stelle rate ich euch einfach, kurz durchzuatmen. Und wirklich euch doll zu konzentrieren. Wisst ihr noch, was ganz am Anfang war? Ja, jo. Ich sag nichts und hier im Publikum sagt auch niemand was. Wir freuen uns auf eure langsam vorgetragene Geschichte. Eines Tages war ich in der Schule. Ja, trau dich, guck hin. Da kam ein Clown vorbei. Da kam ein Clown vorbei. Der 2. hatte Käsefüße. 3. Und ein monstermäßiges Gesicht. Und ein monstermäßiges 4. Moment. Er surfte nachts im Internet. 5. So, Moment, Gleichstand. Zusammen mit der Oma Lieselotte. Ja! Komm mit! Ja. So, Kinder führen und können diese Führung jetzt noch ausbauen. Ja. Das ist das letzte Spiel vor unserem großen Finale. Der allerletzte Würfel. Ja. Hau noch mal einen raus. Den machen wir mit einem Counter, weil der ganz besonders ist. Okay. 3, 2, 1. 5 Punkte. Stark. So. Richtig gut.
Und im Finale, komm zu mir, Faye, im Finale spielen wir heute Hüpf mein Hütchen. Das Finalspiel von Das Spiel beginnt heißt Hüpf mein Hütchen. Mithilfe einer Katapulthand lassen die Spieler abwechselnd Hütchen auf das Spielfeld fliegen, um Punkte zu sammeln. Je näher das Hütchen dabei der Mitte kommt, desto besser, denn dort warten die höchsten Werte. Der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Es spielen alle Kinder, alle Stars. Wie im ersten Spiel und diesmal Revanche. Okay, diesmal Revanche. Sagen wir. Keiner hat was dagegen, außer diesen vier Herrschaften hier. So sieht das Finalspiel bei uns aus. Die Kids führen mit 21 zu 14. So, Kinder hier auf Gelb. Kinder auf Gelb. Okay, ihr beide macht zuerst. Wir machen zuerst. So. Okay, wir müssen viel Glück. Ich gebe euch Kinder gewinnen. Ihr kennt das Spiel? Ja. Cool bleiben. Und erst zuhören. Das sind die Regeln beim Finale. Die Spieler katapultieren abwechselnd ihre Hütchen auf das Spielfeld. Landet ein Hütchen in einem Loch, bekommt das Team die entsprechenden Punkte. Jetzt ganz wichtig, nur das oberste Hütchen zählt. Das heißt, wenn man mehrfach in ein Loch trifft, zählt nur das oberste Hütchen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Wollen wir noch mal ganz kurz sagen, wie die Punkte vergeben werden? In der Mitte gibt es viermal 100 Punkte. Da drum in lila 50 Punkte. In gold-gelb 25. In grün gibt es 10 Punkte. Und in rot ganz außenrum 5 Punkte. Nochmal die Geschichte mit dem Hütchen, mit dem oberen Hütchen. Wenn einer in die 100 reinzielt, gibt es erstmal 100 Punkte. Wenn dann eine andere Farbe reinzielt, werden die 100 Punkte unten abgezogen und das andere Team kriegt die 100 Punkte. Nein. Da die Kids mit 21 zu 14 führen, spielen sie 21 Hüte und ihr 14. Was? Das heißt, die ersten 7 Hüte spielen die Kids. Buh, buh, buh. Was auch immer das am Ende bedeutet. Ist fair. Ja. Ich meine, sie haben ja deutlich mehr Punkte in den 10 Spielen rausgeholt. Ihr seid soweit, ihr wisst Bescheid. Faye. Für uns und für alle hier in der Halle noch einmal zum großen Finale das Spiel beginnt! Die Handzeichen. Wartet, wenn alles ruhig ist. Zählen, ne? Mach auch noch nicht. Ich mach auch jetzt drauf, mach besser. Tritt es drauf. Okay, zählt. 3, 2, 1. Ja! Das sind schon mal 50 Punkte. Weiter ihr. Ihr seid weiter dran. Ihr seid. Die ersten 7 spielt ihr. Das ist ja das, was ihr euch. Gewünscht habt. Komm. Dann abwechseln. 1, 2, 3. Oh. Ja! 150. Geht das? Ja. Wenn wir so weiter. Und weiter geht's. Dann. 1, 2, 3. Der war ein Tick zu kurz. Der ist raus. Ihr spielt mit dem nächsten weiter. Gib mir den. Dürfen wir wieder? Ja. Ihr dürft. Okay. Zu früh, wir müssen lauter sagen. Ja, ja. Okay. Ja, 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 du. 1, 2, 3. Es Mann! Ein bisschen besser koordinieren. Jetzt müssen wir volle Kanne haben. Okay, wir haben zum Glück noch mehr. Du zählst wieder aber laut. 3, 2, 1, ja. Das ist dann jetzt der 5. für die Kinder. 3, 2, 1. Hola! Warte. 1, 2, 3. Egal, gut. Ja. Kein Problem, 10 Punkte. 10 Punkte. Gut, trotzdem. Vom Boden 62. Komm weiter, Leute. Wieder. Und Kraft. Gehört der hier auch noch zu uns? Ja. Ja. Okay. 3, 2, 1. Immer noch 5 Punkte. Ja. So, Moment. Jetzt haben beide 14, jetzt seid ihr dran. Jetzt geht's immer abwechselnd. Auf geht's. So, ne? Ich denke schon mal eine drauf. Sollen wir zusammen oder alleine? Nein, ich habe keine Ahnung, ob es ein Unterschied ist, ob zusammen oder alleine. Zu zweit oder alleine? Zu zweit. Okay, so. Jetzt mal. 1, 2, 3. Gut.
Ist er bei dir hängen geblieben an der Schulter? Ja, aber mach 50 Punkte für euch. Es steht 265 zu 50 für die, ja, für die Kinder. Eins, zwei, drei. Na, schade. Kein Problem. Das ist über, das gibt keine Punkte, aber auch keine Miesen. Ganz wenig. Es sind 100 gefüllt. Ich mach's jetzt mal mit dem. Eins, zwei, drei. Aber zum Glück ist es nur mit der 100. Ist schon gut, ist schon gut. Aufpassen. So. 25 aufpassen. Reguläre Punkte. Ja, nichts raus. Genau, ihr könnt machen mit dem Ding, was ihr wollt, nur nicht über die Linie. Ja, das war gerade so. Drei, ja, ja, ihr seid dran. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oh, schade. Da geht's. Wir müssen ein rotes Tick. Ganz entspannt, vorsichtig, noch führt ihr ja. Achtung. 1, 2, 3. 3. Ach, 10 Punkte. Vielleicht bei den Erwachsenen ein bisschen leichter und da ein bisschen doller. Hm? 1, 2, 3. Ah. Wichtig ist, dass man sich... Nein, den dürft ihr nicht mehr. Okay. Dass man sich so genau abspricht, dass man die Kraft gemeinsam entwickelt. Ja? Ist gut so. Kannst du machen, natürlich. Das darf ich hier, ne? Du darfst. Weil ich bin Rechtsfuß. Ich muss ja nicht sehen, wo das Ding hingeht. Wenn du das... Okay. Wenn die Erwachsenen in ein gelbes treffen, dann klauen sie Punkte. Nicht so doll, ne? Ja, einfach gleichzeitig. Das ist das Einzige, was zählt. Uff. Also bei drei, richtig, ja? Ja. Nee, also bei eins. Was? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei oder drei, zwei, bei drei. Eins, zwei, drei. Drei. Bei drei. Gut. Eins, zwei, drei. Okay. Fünf Punkte. Gut. War zu doll, ne? Ja, irre. Komm, ja, wir machen noch einen. Ihr denkt dann gleichzeitig. Ja. Kinder sind dran. Oh, warte. Eigentlich wollte ich das Kind treffen. Drei, zwei, eins. Fünf Punkte. Egal, fünf. Warte. Judith Rakers und Tim Melzer. Ja, wir führen. Eins, zwei, drei. Oh. Fünf Punkte. Ah, super, fünf Punkte. Machen zu viel. Sie, komm jetzt. Gleichmäßig, gleichmäßig. Vorsicht, Ehrei, dass du da hinten... Nee, genau. Nur, eins, das. Zwei, drei. Keine weiteren Punkte. Einmal, gib euch irgendwelche Extra-Punkte, wenn es drei sind. Mal ein bisschen. Einfach lassen. So, Herr Pocher, Kehle jetzt, Kehle. Beide haben noch 9 Hütchen. Nicht zu doll. Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Super. 50 Punkte. Sehr gut. Kommt hier, ihr dürft noch einen. Wir müssen einmal klauen, das war's. Warte, warte, ich kann, bin bereit. 100, das, oder? 3, 2, 1. 10 Punkte. Ja, wir führen. Ein bisschen hier über die Linie. Sagen wir mal, mit freiwillig den Links. Ich will nur einfach, damit beide noch da stehen. Eins. Ja, jetzt sind wir, oder? Ja, ja, nein, nein, ihr seid nicht dran. Ihr seid nicht dran. Walter Sittler und Oliver Pocher. Eins, zwei, drei. Oh, oh. Der liegt auf dem Feld. Wenn er durch irgendeinen anderen Hut noch reinfällt, dann zählt er. Jetzt zählt er noch nicht. Stopp, ich habe eine Frage. Okay. Wenn wir den reinschießen und unser gelbes Hütchen sich da drin verhakt und mit in das Loch fällt. Was oben liegt, zählt. Okay, okay. Okay. Hier wieder. Okay. Eins, zwei, drei. Nee, lass in der Mitte. Wir klauen in der Mitte. Schau, da sind neue Punkte, 10 Stück. Sollen wir lieber doch tauschen? Sollen wir lieber doch Seiten tauschen? Mit Schwung. Ihr wart gerade, jetzt sind Judith und Tim dran. Machst du doll oder wie machst du? Mach den rein. Nicht so doll wie vorhin. 100 machen, keine 100. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Oh, 10 Punkte auch für Judith und Tim. Auf drei, soll ich mal mach das. Jetzt noch einen 100. Jetzt wird's spannend. Nein. Ja. Unser, oder? Unser ist oben. So oder so ist unser. Ja, oben ist. 100 Punkte für die Kids. Wer ist drin? Wir schaffen das. Ob der andere noch woanders reinfällt, das wird das Spiel zeigen. Wir tauschen doch die beiden. Oh. Tim und Judith Rakers. Okay. Eins, Gott, zwei, drei. Ja! Ja! 150 Punkte für die Stars. Und 100. 150. Sehr gut, Frau Rakers. Ja. 305 für die Stars, 390 für die Kids. Volle Kanne in den Start gehen können. Aber glaubst du, es ist richtig. Nicht
dich runter, Kapitän. Könnt auch springen. Eins, zwei, drei. Noch einmal, ihr müsst ihr. Springt mal. 10 Punkte. Genau so. 10 Punkte. Ja! Also 100er. 400! Noch einmal? 400. Ihr seid so schön im Lauf. 400 zu 305. Und Tim Melzer und Judith Rakers spielen, richtig? Warte. Warte, ganz kurz, geh mal runter. Warte. Alles gut, einmal so lange. Das ist zwar nur eine Feder, aber auch das. Wir dürfen nicht in unsere Dreierhütten treffen. Ehrlich? Der zweite Gelbe. Ihr könnt den auch noch drehen, ne? Eins, zwei, drei. Nein, die aber nicht. Oh. Ah, schade. Ja! Aber Judith kriegt auf einmal den Kampfmodus. Ich sehe das genau. Kinder sind dran. Eins, zwei, drei. Was? Was? Euer Stammplatz. Ja, wir haben noch, seid noch vier und die haben ja, aber es ist doch nichts passiert. Jungs, ja. Alles gut. Olli und Walter. Stopp, Sekunde, Sekunde. Lass uns das bisschen rüber. Ja. Können wir den noch? Am Ende werde ich immer ein bisschen spießig. Reicht. Okay, so. Ah, ja, darf nicht vor. Gut. So ist gut. So. 100er weiter, ja, so. 100er. Warte, das okay. Kommt jetzt auf den Mittel. Jedes Team oder ein Clown. Hat nur noch vier Hütchen. Den wollen wir klauen. Olli und Walter. Eins, zwei, drei. Ja, ja, ja. Oh, gut. 25 ja. Punkte. Ja. 330 zu 400. Ihr seid dran. Eins, zwei, warte. Stopp. Kids, 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 Kids. Eins, zwei, drei. Nein. Nein, wir müssen den jetzt 100 klauen. Ja, wir müssen den. Und dann machen, kriegen wir an den jetzt die klauen, glaube ich. Ja, wir müssen ja. Den jetzt entweder Büte klauen oder nicht klauen. Versucht auf die. Jetzt sind Walter und Olli dran. Die beiden. Die schießen weiter. Eins, zwei, drei. Ja! Ja! Super! Toll! 500 weg, 110. Ganz cool bleiben. Ganz cool bleiben. 100 bei den Kindern weg und 100 bei den Stars dazu. So, pass auf, jetzt müssen wir wieder zielen. Aber cool bleiben. Ja, okay, wir bleiben jetzt. Ganz cool bleiben. Wir sind. Ich glaube, das können die Kids auch. Ja, wann sie es zeigen, das ist die Frage. Das noch so. Mal. Eins, zwei, drei. Ah. Nein! Nein! Der war schon sehr gut, aber Mädels, Gas geben. Mädels, oh. Er hat nicht gereicht. Die sind okay. Judith und drei. Tim. Nur ja. Zwei, die gelben drei. Jetzt geht's über Punkte klauen. Warte. Nur ins Feld. Nur ins Feld. Bring ihn nur ins Feld. Nur ins Feld bringen. Lass uns ein bisschen ja? Mehr nach links noch ausgehen. Nee, warte mal. Du, ja? Sonst dass wir nicht wir an unsere Roten kommen. Nichts, nee, nichts durchgehen. Ist doch egal. Ist doch egal. Einfach so lassen. Einfach nur lassen. Das hat nichts damit zu tun, wo der hinfließt. Okay. So. Einmal. Lass ihn locker reinspringen. Ruhe bewahren. Noch zwei Hütchen pro Team. Eins, zwei, drei. Oh. Okay, ist okay. Das ist hängen geblieben. Kein Punkt, ne? Macht jetzt nur 100. Macht jetzt 100. Was? Hä? Die haben doch jetzt keine. Eins, Vorsicht, zwei, drei. Und dann. Oh. Eine weitere Punkte. Nee, ich würde jetzt sagen, was wir noch gar nicht hatten. Doch, wenn wir jetzt noch die 100 machen, wir wenn beide. Wir jetzt ja. Nur reingehen haben. Alles drin. 300 für die Kinder, 430 für die Stars. Ja. Hängt ein bisschen davon ab, was Judith und Walter jetzt machen. Aber wenn sich nichts tut, dann könnte eventuell mit dem. Aber wir warten es ab. Hat ein bisschen was vom Elfmeterschießen. Nur an der Stelle. Schulter weg. An der Stelle. Eins. Moment. Ja. Eins. Moment. Zwei. Moment. Drei. Oh! So. Wenn wir den 100 haben, haben wir noch 400. Die haben so oder so verloren. Dann haben wir 400 und die haben nur 330. Also, da gebe ich dir einen Tipp fürs Leben. Wir könnten 100er machen. Moment. Wenn wir jetzt 100 machen, stimmt. Diesem Gesicht. Sorry, mein Rechenfehler. Das kann man sagen. Denn wenn ihr jetzt einen 100er macht und zwar einen roten klaut. Ja. Dann seid ihr durch. Dann habt ihr 400 und die anderen nur noch 330. Ihr müsst 100er machen bei uns. Aber schaffen wir. Also ich kann sogar genau zuspitzen. Diese beiden Roten da in der Mitte. Ja? Warte mal. Federball-Fall. Kinder. Entweder wir erfüllen die Wünsche der Kinder, oder vier tolle Organisationen bekommen Geld für einen guten Zweck. Moment! Achtung! Ich freue mich natürlich über die wirklich tolle Teilnahme des Publikums. Dankeschön fürs Mitmachen an dieser Stelle. Ich glaube, dass in der Situation die beiden ihr gegenseitiges Kommando sonst möglicherweise nicht hören. Ja, Augen zu. Ruhig. Nicht zu schwach, nicht zu fest, aber nicht zu schwach. Eins, zwei, drei.
Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Es gibt noch mal 10 Punkte. 310. Das gehört dazu. Auf geht's hier auf die Treppe. Kommt mit. Faye. Ja. Danke dir für die Unterstützung. Kommt zu mir alle. Ihr dreht euch um. Faye, kommt zu mir. Wir wollen auch sagen, welche Organisationen mit einem Geldgewinn oder mit Geld ausgestattet werden. Erstmal ein großes Kompliment an unser Kinderteam. Super gespielt. Ganz, ganz knapp am Ende unterlegen. So kann's gehen. Hier sind die Wünsche der Stars. Judith Rakers. Dein Gewinn, Judith, geht an das Hamburger Straßenmagazin von Obdachlosen gemacht, Hinz und Kunz. 7.500 Euro für Hinz und Kunz. Walter Sittler. Dein Gewinn geht an Kinder fördern, Zukunft stiften. Diese Organisation stellt zusammen mit der Stadtbibliothek Stuttgart Flüchtlingskindern Bücher und Lesepaten zur Verfügung. 7.500 Euro. Oliver Pocher, dein erspieltes Geld gibst du weiter an die integrative Sophie-Scholl-Schule in Bad Nauheim. Herzlichen Glückwunsch, 7.500. Und die von Tim Melzer gewonnenen 7.500 Euro gehen an Help Here, eine App, die Hilfsangebote einerseits und Bedarf andererseits für Flüchtlinge bündelt. Tim Melzers 7.500 Euro, die sind für dich. Danke fürs Mitmachen. Judith Rakers, Oliver Pocher, Walter Sittler, Tim Melzer, ein großartiges Kinderteam und meine Co-Moderatorin Faye. Vielen herzlichen Dank und einen guten Abend ins ZDF. Schön, dass ihr dabei wart.